So, moin und herzlich willkommen zum RSB-Tutorium. Aufgabenblatt 12 haben wir diese Woche dran. Meiner Information nach das letzte Aufgabenblatt für dieses Semester. Insofern schauen wir doch mal, was uns zum Ende nochmal erwartet. Und um gleich einmal direkt einzusteigen, das erste Thema könnte uns ein wenig bekannt vorkommen. Wir haben uns mal indirekte und direkte und Immediate-Adressierung angeguckt. Das war auf dem, glaube ich, letzten Aufgabenblatt direkt. Insofern, das ist hier jetzt nicht ganz so ähnlich, ist im Prinzip die Advanced-Variante davon. Also, was bedeutet das? Wir haben einige Register, RRX, RCX und RDX in meinem Beispiel. Die haben bestimmte Werte. Und gleichzeitig gibt es an anderer Stelle im Speicher gibt es dann diverse Adressen. Und an diesen Adressen stehen dann auch wieder Werte. Soweit so einfach. Es gibt eine Berechnungsformel für eine bestimmte Schreibweise, die dazu führen kann, nochmal, ja, wie berechnet man eigentlich bestimmte Sachen? Also dieses IMM steht für Immediate, also einen direkt geschriebenen Wert. Dann haben wir ein RB für Basisregister, ein RI für Indexregister und dann nochmal S für einen Skalierungsfaktor. Und das Ganze wird dann entsprechend umgesetzt mit dem hier rechts. Gucken wir uns gleich einmal an einem Beispiel. Für die Hausaufgabe habt ihr das nicht ganz so kompliziert, aber da ich nicht weiß, was eventuell in der Klausur kommt, habe ich gedacht, nehmen wir das lieber auch einmal rein. So, erstmal also, was haben wir vorliegen? Wir haben alle Befehle, die vorliegen, in der Form ein Opcode am Anfang. Sei es jetzt irgendwie hier in dem Fall Inc, Q, AdQ, Dic, Q, SubQ. Ich betone das Q immer ganz besonders, weil das Q hat was damit zu tun, wie lang ist eigentlich das Wort? Nee, das Wort, wie lang ist eigentlich das, was ich bearbeite mit meinem Befehl? Und Q steht für Quad in dem Fall, L für Long. Das haben wir nämlich in Aufgabenteil 2. Und es gibt noch ein paar andere, das habt ihr in den Folien dann vielleicht auch gesehen. Also für uns tatsächlich sogar gar nicht so wichtig, weil wichtiger ist eher, was steht vorne, was machen wir eigentlich, was sollen wir eigentlich machen. Dann haben wir dahinter stehen, womit soll das Ganze gemacht werden, also unsere Operanden. Und wir sehen hier auch wieder die Register, also sowas hier Prozent %RCX sagt uns, das ist ein Register. Die Register werden ja immer mit drei Buchstaben. Also für x86 Assembler mit drei Buchstaben plus Prozentzeichen davor geschrieben. Und dann kann es hier noch so Unterschiede geben. Ein Register steht hier mal ganz normal und hier steht es in Klammern. Vielleicht einmal, habt ihr eine Idee, was das bedeutet, wenn das Register in Klammern steht? Ja, noch nicht ganz. Der Begriff ist auch gut, den du da geschrieben hast. Den machen wir gleich. Genau, also wir müssen, genau, es hat mit der Adressierung zu tun. Und deswegen ja auch nochmal der Hinweis auf das, was wir letzte Woche gemacht haben. Wir haben einmal die Möglichkeit, dass wir eben direkt adressieren können und sagen können, wir haben sowas wie Prozent %RCX. Dann gucken wir uns direkt den Wert an, der in dem Register RCX steht. Oder es kann aber auch sein, dass wir was in Klammern haben, also in dem Fall hier in Klammern Prozent %RRX. Dann erfahren wir aus RRX nur die Adresse, an der wir unseren eigentlichen Wert nachgucken und müssen an der Adresse dann schauen, was der Wert ist, mit dem wir rechnen sollen.
Das andere Wort hier aber eben war auch ganz gut, Zielregister, genau. Das ist ein wichtiger Hinweis. Der steht auch extra nochmal in der Hausaufgabe. Der Zieloperand hier steht rechts. Das heißt, wenn wir zwei Werte haben oder zwei Operanden haben, mit denen wir rechnen, dann ist es so, dass wir in den rechten reinschreiben. Beziehungsweise auch der rechte, gegebenenfalls, das ist der in der Berechnung selber dann vorne steht. Da muss man dann ein bisschen aufpassen. Gut, ich würde sagen, wir gucken uns einfach mal ein paar Beispiel hier, Aufgaben hier an. Das erste wäre ein Inc. Prozent RCX. Was könnte da jetzt, was ist das wohl? Was ist das Ergebnis? Wie muss ich da rechnen? Könnt ihr da irgendwas zu sagen? Genau, also Inc. steht für Inkrement. Genau, soweit richtig. Inkrement war ja hochzählen. Inkrementieren ist auch eigentlich standardmäßig immer nur ein plus 1. Das heißt, wir haben also ein Inkrement Prozent RCX. So, jetzt müssen wir wieder gucken, was ist quasi so dieses Hauptregister, was gleichzeitig auch eben dieses Zielregister ist. Also ja, es hat genau, es hat damit zu tun, dass wir den Wert 4 stehen haben im Register RCX. Das ist auf jeden Fall schon mal wichtig. Und genau, wir inkrementieren unseren Zieloperanden. Also in dem Fall ist es relativ einfach. Direkt nur das Register RCX. Und dort kriegen wir dann also einen neuen Wert. Unser Register RCX kriegt den Wert 0x 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Weil wir eben einen drauf addieren auf den Wert im Register RCX. Okay. Dann können wir sowas hier haben. Ad Q Prozent RCX Prozent RAX. Da habe ich eben schon ein paar Sachen zu gesagt. Ad ist schon relativ, ne, klar. Kennen wir irgendwie wahrscheinlich, ist wohl eine Addition. Was macht nochmal das Q? Ist ja nochmal die Nachfrage. Das hat eben damit was zu tun, mit wie großen Werten wir eigentlich rechnen. Also das hier sind ja sind verkürzte Darstellungen der Adressen. Und an sich steht das Q für Quad. Hat was damit zu tun, ja, wie lang ist das Ganze? Schaut es euch sonst noch eben nochmal an. Die unterschiedlichen Längen, Quad und Long, ist tatsächlich hier jetzt nicht so relevant. In 64-Bit rechnet man halt in der Regel mit Quad. Genau, aber wir sind jetzt bei Ad Prozent RCX in Klammern Prozent RAX. Fangen wir vielleicht mit dem einfachsten an. Wo muss ich reinschreiben das Ergebnis? Okay, gut, dass wir uns das nochmal angucken. Also, ich verweise darauf, dass wir für unseren Assembler darauf achten sollen, der Zieloperand steht rechts. Steht auch extra noch meine Hausaufgabe. Das heißt, da wo wir reinschreiben das Ergebnis, steht auf der rechten Seite. Hier steht Prozent RAX in Klammern. Das heißt, wir gucken uns an, Prozent RAX hat den Wert 200. Das Ganze steht in Klammern. Also indirekte Adressierung. Und wir gucken, gehen wir weiter und gehen in den Speicheradressenbereich. Das heißt, wir schreiben an die Speicheradresse 200. Ja. Ich hoffe, das ist soweit, dass ihr das mitverfolgen konntet. Also, Prozent RAX gibt uns den Wert 200.
Und weil das aber noch eingeklammert ist, ist das nicht der Wert, den wir schon nutzen, sondern ist das die Adresse, an der wir weiter nachgucken. Und das ist dann auch gleichzeitig die eine Hälfte der Operanden, die wir für die Berechnung brauchen. Ja, wo nehme ich die 200, 0x200 denn jetzt her? Wenn da, also da oben steht 200, da oben steht nicht nur an einer Stelle 200. Siehst du, an welchen beiden Stellen 200 steht? Na, das eine ist hier und das andere ist hier bei der Adresse. Na, und weil das hier in Klammern ist, verweist uns das Register auf die Adresse. Ja. So, und deswegen haben wir einmal, wissen wir also, wo unser Ziel ist, nämlich dass wir in die Speicheradresse schreiben und dass einer unserer Operanden auch der Wert aus der Adresse ist. Okay, also 0x0000BABA. Was ist der Rest von meinem Operanden? Was muss ich da noch machen? Bin ja noch nicht ganz fertig. Ich habe mich ja gerade nur hier um den Teil hier rechts gekümmert. So, ich muss noch was addieren, soweit richtig, weil es ein Addition ist. Add ist ja für die Addition. Addiere ich was? So, jetzt müssen wir natürlich nur noch gucken, was addiere ich? Genau, das ist hier in dem Fall, da steht keine Klammer drum, das heißt direkt der Wert, wie er im Register steht, wird addiert. Prozent RCX. Das ist das zweite hier, das ist 4. Und dann müsste BABE am Ende rauskommen. Ne, denkt dran, dass das hier einfach Hexadezimalzahlen sind und man dann einfach weiter hochzählt. B, C, D, E, 4 hochgezählt oder 4 addiert. Sehr schön. Gucken wir uns mal Teil C an. Was? Wie? Letzte Zahl weggenommen? Okay, Addition. Gucken wir da noch mal. Na gut. Ich habe im Endeffekt stehen hier vor Nullen vor dem, was ich habe. Ist mir auch sogar relativ egal, wie viele. Es ist ja auch in der Aufgabe gesagt, dass es davor abgekürzt ist. Das ist das, worauf ich addiere. Was addiere ich da drauf? Ganz viele Nullen. Na gut, Nullen ändert nichts am Ergebnis und eine 4 am Ende. Das heißt, ich habe BABA und darauf addiere ich 4. Würde ich einen addieren? BABB. Würde ich 2 addieren? BABC. Würde ich 3 addieren? BABD. Ich addiere 4, BABE. So. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob da die Frage, die gerade da geschrieben ist, ob die sich auf das gleiche. Genau, ah ja, genau, das ist vielleicht nochmal ein guter Hinweis. Hexadezimal erkennt man häufig an diesem 0x am Anfang. Danke, das ist nochmal eine gute Ergänzung. Genau, also selbst wenn ich hier erstmal nur so Zahlen hätte wie 0x200, an dem 0x vorne könnte ich auch gut erkennen, dass das hier eine Hexadezimalzahl trotzdem ist.
Gut, dann also C. Was steckt hier wohl für eine Rechenoperation hinter? DECQ. Genau, das ist das Dekrement, also das Gegenteil von Inkrement, minus 1. Jetzt müssen wir uns natürlich hier anschauen, worauf mache ich denn das minus 1? Ja, genau. Also Klammer ist schon mal gut, das heißt, oder gut erkannt, das heißt, wir müssen irgendwie gucken auf die Adresse. Und dann müssen wir nochmal darauf achten, wir haben ja noch so eine 8 davor stehen. Wofür ist das? Kann mir das einer sagen? Ja, das ist, wenn wir, genau, das sind nochmal gute unterschiedliche Fragen. Ist das ein Immediate-Wert? Nein. Immediate-Werte erkennen wir daran, dass sie entweder als $1 stehen zum Beispiel oder als entsprechende Zahl wie unser 0x, also für eine hexadezimale Zahl. Aber was es ja auch noch gibt, ist ein Adress-Offset oder ein Offset, der auf die Adresse dazukommt. Und das heißt, wir gucken uns an. Erstmal RAX hat den Wert 200. Dann durch die Klammern wissen wir, wir wollen auf die Adressen gucken. Das heißt, wir gehen von den Registern zu den Adressen, fangen an. Ich bin hier, das ist die Adresse 200, habe aber den Offset 8. Der wird da drauf addiert. Also, ich gehe von der Adresse 8, 200, von der Adresse 200 gehe ich 8 höher, addiere ich 8 da drauf und bin bei der Adresse 208. Und das ist dann in dem Fall mein Operand, beziehungsweise auch mein Zieloperand. Ja? Also, wenn ich nur ein Register in Klammern habe und davor so eine einfache Zahl ohne einen Dollar davor, dann und auch kein 0x davor, sondern nur die Zahl selber, dann ist das ein Offset auf das dahinter direkt angegebene Register. Das bedeutet, ich gucke in meinem Register, was ist der Wert der Adresse und auf die Adresse addiere ich den Offset. Das heißt, ich fange in dem Fall hier an. Ich schreibe mein Ergebnis an die Stelle 208 und meine Stelle 208, meine Speicheradresse 208 hat aktuell den Wert 0x, 6 mal die 0DC. Das wird dekrementiert, also eine abgezogen, aus dem C wird ein B und das ist es dann auch an der Stelle. Also da so ein bisschen achten, das ist ein Offset. So, was wir noch haben können, ist etwas komplexer, die vierte Variante hier. Da müssen wir uns jetzt einmal angucken, was wir hier oben eigentlich haben. Denn wir sehen hier als zweiten Operanden, also genau, ne, wir haben bei unseren Berechnungen entweder ein oder zwei Operanden normalerweise, ein Operand getrennt durch ein Komma. Außerhalb von Klammern. Vorsichtig gesagt. Was haben wir hier? Wir haben hier ein $1. $1 ist ein Immediate-Wert, das hatte ich schon gesagt. Dann haben wir hier ein Komma. Das trennt also unsere Operanden. In dem Fall wäre $1 einfach nur einer unserer beiden Operanden. Und hinter dem Komma habe ich meinen zweiten Operanden. Und da habe ich in der Klammer %RAX, %RCX. 2. Also Register, Register und einen Zahlenwert. Und da gucken wir, das erkennt man hier wieder. Das entspricht so ein bisschen dieser Form.
Nur halt, ohne dass wir, ja, wir haben keinen Immediate-Wert davor. Also es kann ein Teil halt auch nicht da sein davon. Das ist auch in Ordnung. Wenn wir wissen wollen, wo wir jetzt eigentlich hinschreiben, müssen wir das Ganze in die Formel einsetzen. Kann mir jemand sagen, was ich dann, was dann, wie ich dann meinen Zieloperanden, woraus der sich berechnet? Also in die Formel eingesetzt. Lass uns die Funktion gleich angucken. Erstmal einmal schauen, wie wir überhaupt auf unseren Zieloperanden kommen. Macht es langsam. Wir haben die Formel, wie wir das umsetzen können. Das ist das hier oben. Es könnte theoretisch noch ein Immediate-Wert vor der Klammer stehen. Also hier sowas. Nee, halt, das wäre kein Immediate-Wert. Das wäre ein Immediate-Wert. Den haben wir nicht. Der darf auch wegfallen. Aber den Rest haben wir in genau der Form wie hier oben. Und das müssen wir einfach auch einfach nur umsetzen. Genau, wir nehmen als erstes das Basisregister, das ist das erste. RB ist das erste aus der Klammer, ist also Prozent RAX. Dann plus S mal RI, also der Skalierungsfaktor, das ist der hier hinten, die 2, mal dem Indexregister, das ist das zweite in der Klammer, also Prozent RCX. Plus den Immediate-Wert, den wir in dem Fall hier vor der Klammer direkt nicht haben. Ich weise nochmal darauf hin, in dem Fall steht da keiner davor. So. Ja, das ist es ja eigentlich auch schon. Das heißt, das wäre unser Zieloperand. Prozent RCX plus. 2 mal Prozent, nee, Prozent RAX plus 2 mal Prozent RCX. Was würde ich denn da für einen Wert rauskriegen? Ich möchte jetzt also berechnen, an welcher Adresse, also auf welche Speicheradresse soll ich hier verweisen. Dafür muss ich diese Berechnung in den eckigen Klammern einmal ausrechnen. So, und ich sehe, genau, ich sehe da unten auch schon im Chat dieses Prozent RAX, das wäre der Wert 200, genau, soweit richtig. Prozent RCX ist da noch nicht ganz richtig. Also, ich nehme den Wert vom Register RAX, das ist direkt die 200, plus zweimal den Wert vom Register RCX, das ist die 4. Also 200 plus 2 mal 4, 200 plus 2 mal 4, 208, genau. Das heißt, die Adresse, wo wir am Ende reinspeichern, ist Speicheradresse 208 und das ist auch einer der beiden Operanden aus unserer Operation. Und jetzt gucken wir uns mal an, was wir hier überhaupt machen. Sub Q. Was könnte das für eine Rechenoperation sein? Richtig, eine Subtraktion. Also Sub für die Subtraktion. Es gibt sonst auch übrigens auf den, also das vielleicht auch, weil es ja noch hier ein paar andere Sachen gibt. Es gibt auf den Folien eine ganze Liste, wo die alle einmal aufgelistet sind. Aber im Endeffekt reden wir häufig über die gleichen Sachen, die man kennt: Addition, Subtraktion, Inkrement, Dekrement, vielleicht nochmal eine Multiplikation. In der Hausaufgabe habt ihr noch zwei andere, aber erstmal das hier einmal zu Ende. Also eine Subtraktion. Das heißt, wir gucken an unsere Speicheradresse 208. Wir haben den Wert DC.
Ich hatte extra einmal gesagt, dass wir hier einmal unabhängig voneinander die Teilaufgaben bearbeiten, weil ich mir hier sonst ineinander reinschreibe. Also, 208 ist mein einer Zieloperand. Davon wird abgezogen. Und zwar der andere Operand, der steht hier relativ einfach und simpel nur davor. Da könnte jetzt auch ein Register stehen, da könnte auch ein Register in Klammern stehen, dann können sonst irgendwas stehen. In dem Fall ist es ein Immediate-Wert. Das heißt, ich sage einfach, das war natürlich die falsche Stelle. Das heißt, ich sage einfach, meine Zahl minus 0x. 1. Ne? Immediate Wert 1 ist mein zweiter Operand. Der wird abgezogen von dem Zieloperanden, der auf der rechten Seite steht, den wir berechnet haben. Ob du da die minus 1 so schreiben musst oder ob du einfach die anders schreiben könntest. Ich kann es dir nicht hundertprozentig sagen, wie hart man da eventuell in irgendwelchen Korrekturen ist. Ich würde das halt so schreiben, dann wäre ich auf Nummer sicher. Nach dem Motto, ich habe erkannt, dass ich hier so einen Wert so abziehe. Ja, ich weiß, ich kann dir nicht sagen, wie im Zweifel da korrigiert wird an der Stelle. So, DC minus 1 wäre DB dann. So, das mit dem 7 mal die 0 und 1, das war genau die Frage hier mit dem Dollar 1. Im Endeffekt ist das ein. Ich ziehe hier genau einen ab auf der letzten Stelle. Damit mache ich deutlich, also mit dem so minus 1 ist es dann auch sehr, 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 sehr deutlich, dass ich es auf der letzten Stelle mache. Finde ich ein wenig schöner so zu schreiben. Ich kann halt nicht, ich kann nicht sagen, eventuell könnte es auch reichen, wenn ihr nur, wenn ihr das Ganze weglasst und das einfach so schreibt, das ist im Prinzip das, was dahinter steckt, aber das kann ich euch nicht versprechen, ob das so auch reicht. So. Ich sehe, dass ich hier gerade einen Connection Error habe. Das ist ja unerfreulich. So, dann gucken wir mal. Kurze Teepause.
So, grundsätzlich bin ich schon wieder da, mein Rechner anscheinend noch nicht ganz. Der meint nämlich, er kann die Bildschirmfreigabe nicht beenden und dann kann ich sie auch nicht wieder neu starten. Ganz schön. Genau, da hat mich mein Internet wieder zwischendurch geärgert. Extra vorhin neu gestartet, die Internetverbindung, damit das nicht jetzt passiert. Aber man kann sich auf nichts verlassen heutzutage. Und die letzten 4 Tage ist sie einfach durchgelaufen. Ich hätte sie gar nicht anfassen sollen. Never change a running system. Ist nur noch die Frage, warum kriege ich die Bildschirmfreigabe nicht weg? Dann machen wir das halt anders. So. So, wir haben wieder unseren Bildschirm. Meine Aufnahme läuft auch noch. Zurück zu dem, wo ich eigentlich sein wollte. Wir hatten vorhin eine Frage, könnte es passieren, dass... Das war jetzt ein kurzer Screenshot. So, könnte es passieren, dass die Adresse, die man herausbekommt, keinen Wert definiert, mit dem man rechnen könnte? Das ist eine gute Frage. In dem Fall würde ich sagen, dann hat wahrscheinlich der Ersteller der Aufgabe einen Fehler gemacht. Also eigentlich ist bei diesen Aufgaben, also jetzt mal auf das echte Leben bezogen, könnte es natürlich sein, dass man plötzlich an einer Stelle irgendwo landet, wo man keine Werte hat, mit denen man rechnen kann. Klar, kann passieren. Irgendwas wird dann schon berechnet, aber im Endeffekt kommt dann wahrscheinlich irgendwann das falsche Ergebnis aus dem Programm raus und dann hat man, je nachdem, was es für ein Programm ist, keine Ahnung, Videoencoding oder so, dann hat das nachher einen Grünstich oder so, weil da ein Fehler mit drin ist. In dieser Art Aufgaben hier sollte eigentlich immer eine klare Berechnung möglich sein. Außer in der Aufgabenstellung steht schon was Explizites mit berechnen Sie, wenn möglich und wenn nicht möglich, begründen Sie, warum es nicht möglich ist. So haben wir bei der Aufgabe aber so nicht. Aber eine gute Frage. So, worauf ich noch kurz hinaus wollte, nur dass ihr das für die Hausaufgabe dann auch entsprechend noch habt. Also, es kann sein, dass man nicht nur dieses Dollar 1 hat als Immediate-Wert oder Dollar irgendwie eine Zahl, sondern ich hatte vorhin auch schon mal gesagt, kann auch Immediate-Wert kann auch als 0x und dann ein Zahlenwert sein, also ein hexadezimaler Immediate-Wert. Der wird dann genauso wie ein Immediate-Wert behandelt. Beziehungsweise, wenn er direkt vor einer Klammer steht, dann ist es halt ein Offset auf das Ganze. Also ihr könnt auch einen hexadezimalen Offset haben auf ein Register. Und jetzt könnt ihr euch vielleicht dreimal überlegen, auf welche Stelle der Aufgaben ich mich beziehe. Wenn jetzt in der Aufgabe D, die ich hier habe, Subq Dollar 5 gestanden hätte, dann hätten wir 5 abgezogen. Genau. Genau, das waren die anderen Befehle, die es noch so gibt, oder ein paar von den anderen. Also in der Hausaufgabe habt ihr jetzt irgendwie nicht nur Ink, Add, Dig und Sub. Es gibt noch eine ganze Menge mehr. Deswegen, wie gesagt, guckt euch auf jeden Fall einmal auch die Folie dazu an. Auch, dass ihr die anderen einmal kurz gesehen habt. XOR Q müsste euch bekannt vorkommen. Was kann da wahrscheinlich hinterstecken?
XOQ. Ja, genau. Also XOQ, das Q steht wieder für Quatsch, wie bei den anderen hier. Und XOR ist, dass das ein XOR ist zwischen den beiden Werten. Das heißt, man nimmt beide Werte und es wird dann das, das binäre XOR dann da gebildet. Und was der andere Befehl ist, den ihr zu Hause habt, ist SAALQ. Hat sich jemand da eventuell schon angeguckt, wofür der steht? Ist auch eine Operation, die kennt ihr. Die haben wir uns auch schon mal angeguckt. Wir haben uns ein bisschen mehr das ganze Thema angeschaut, mal als wir damit gerechnet haben. Also, SAALQ ist. Genau, das ist der Linksshift, also dieses zwei nach links Pfeile. Dieses hier. Genau, es gibt noch ein paar andere. Es gäbe theoretisch eben auch den arithmetischen Shift nach rechts, den logischen Shift nach rechts. Dann gäbe es noch das And, gäbe es theoretisch auch. Und da hört meine Folie gerade auf. So, also das heißt, in der Hausaufgabe, in der einen sollt ihr entsprechenden Shift machen. In dem Fall hatten wir eben auch schon mal gesagt, ne, das Dollar sagt uns, dass wir einen Immediate-Wert haben, der dann, ja, das ist dann auch ein dezimaler Wert mit dem ganzen. Zur Erinnerung, Immediate ist ja eben, dass wir nicht irgendwo einen Wert aus dem Speicher nehmen wollen müssen, sondern dass wir einfach direkt den Wert haben, den wir dann weiter nutzen können. So, und dann ist hier nochmal eine Nachfrage. Würde man für das Inkrement. Ja, okay. Würde man für das Inkrement 0x 7 mal 0,1 oder einfach plus 1 schreiben, wenn man die Zwischenschritte mit angeben wollte? Kommt eigentlich wieder auf das Gleiche raus, wie hier eben mit unserer Immediate-Subtraktion. Eigentlich ist das einfach nur natürlich so um 1 inkrementiert oder es ist eigentlich ein plus 1, nur halt eben auf die letzte Stelle. Ich persönlich würde beides in Ordnung finden. Ganz weit ausgedehnt ist es in der Berechnung, wird's, also wenn der Rechner das berechnen wird, wird er natürlich das machen mit einem Operand in entsprechender Breite, so wie die anderen Operanden, die er nutzt. Und dann würde er 0x7 mal die 0,1 schreiben. Das wäre dann eigentlich die komplette Ausführung. Wie gesagt, ich persönlich würde beides durchgehen lassen, aber ich kann es euch halt nicht versprechen. Insofern ist die 0x-Variante ja wahrscheinlich die sauberere an der Stelle. Wobei man bei Inkrement und Dekrement in der Regel eigentlich keine Zwischenschritte mit angibt, großartig. So, und zu der Frage, wie der Rechner mit den Werten umgehen würde von der Länge. Naja, also ein Rechner ist jetzt ja nicht so, dass er andauernd überlegt und hin und her springt, womit möchte ich gerade rechnen, sondern er ist halt darauf eingestellt, eine bestimmte Breite an Wörtern, also eine bestimmte Zahlenbreite zu benutzen.
bevor wir wieder vom Hundertsten ins Kleine, ins Tausendste kommen, würde ich gerne mit euch weitergehen. Ich glaube, wir haben damit das Wichtigste an der Stelle. Also, ne, nochmal ganz, ganz wichtig, zur Erinnerung oder zur Zusammenfassung, achtet vor allem darauf, steht dieses Prozent RAX, steht das für sich oder steht das in Klammern? Also das Register, steht es für sich oder steht es in Klammern? Haben wir eventuell einen Offset dazu? Haben wir irgendwo was mit Dollar, wo wir dann irgendwelche Immediate-Werte haben und gar nicht irgendwo auf Werte aus Registern oder Adressen zugucken? Und ganz wichtig immer, der Speicheroperand steht rechts, wenn wir mehrere Operanden haben. Gut, dann gehen wir mal einen Schritt weiter und gucken uns das Thema von Overflow und Carry Flag an. Also es ist so, dass wir uns das hier anschauen, wenn wir in den Berechnungen verschiedene Operationen durchführen. Also hier jetzt Subtraktion oder Addition. Dann kann es sein, dass das Ergebnis einer Berechnung uns sogenannte Flaggen ausgibt. Also das bedeutet, dass in dem Rechner eben mitgesetzt wird an einer Stelle, wo dann spätere Rechenoperationen das mit benutzen können oder halt eben drauf schauen können, ob da irgendwas Ungewöhnliches ist. Und es geht einfach nur darum, normalerweise sind diese 0 bei den meisten Rechneroperationen, also Carry Flag 0, Overflow Flag 0. Und ja, wir müssen jetzt quasi gucken, wann, warum wird dann eventuell doch eins gesetzt. Das Carry Flag ist. Das Carry Flag ist quasi, wenn wir den. Na gut, steht ja hier auch ganz schön, wenn wir einen Übertrag an der höchstwertigsten Stelle haben. Wann können wir einen Übertrag an der höchstwertigsten, also an der am weitesten links, ich weiß jetzt gar nicht, in welche Richtung ihr das seht, also an der am weitesten Linksstelle haben, wann können wir so einen Übertrag auf der am weitesten Linksstelle denn erzeugen? Fällt euch da was ein, wann auf der am weitesten links stehenden Stelle einer Zahl ein Übertrag erzeugt wird? Und nein, das hat gerade direkt nichts mit dem Zweigkomplement zu tun. Genau, Überlauf. Also wenn wir zwei Zahlen haben und wir haben irgendwie hier was, ne, 8er Breite. Und wir addieren was und kriegen quasi einen Überlauf oder einen Übertrag, wo wir eigentlich auf die 9. Stelle daneben müssen. Dann sind wir zu weit. Dann brauchen wir ein Carry Flag, damit das irgendwie in den nachfolgenden Berechnungen berücksichtigt werden kann. Gibt noch eine zweite Möglichkeit. Fällt euch noch eine zweite Möglichkeit ein, wie ein Carry Flag da so erzeugt werden könnte? Unterlauf. Okay, ich glaube, ich weiß, was du damit meinst. Genau, also es ist ja auch so, wenn wir eine negative Zahl abziehen. Nein, wenn wir eine Subtraktion rechnen und wir ziehen von einer Zahl eine größere Zahl ab, dann machen wir ja dieses mit dem, naja, wir borgen, müssen uns dann eigentlich für die schriftliche Subtraktion einen von der Stelle daneben borgen oder mehrere von der Stelle daneben borgen. Und dann können wir halt auch irgendwie halt uns plötzlich hier irgendwie was von der 9. Stelle borgen müssen. Damit haben wir dann quasi auch. Sind wir auch aus unserem Bereich raus, weil wir uns zu weit links einborgen und das würde auch das Carry Flag setzen. Okay, das sind die beiden Varianten fürs Carry Flag. Das heißt, hier hat es eigentlich, es geht um Unsigned-Zahlen oder Unsigned-Berechnungen, da wo also kein Vorzeichen mit benutzt wird. Dann gibt es aber auch noch das Overflow Flag. Eine Idee, wo das oder kann jemand irgendwie grob beschreiben, was es mit dem Overflow Flag auf sich hat, wann das gesetzt wird? Hat sich das schon jemand angeguckt?
Beziehungsweise, wie wird das hier in der Aufgabe beschrieben, im Aufgabenblatt? Das Overflow-Fleck wird gesetzt, wenn das Ergebnis der Operation das falsche Vorzeichen hat. Beispielsweise, wenn die Addition zweier positiver Zahlen ein negatives Ergebnis liefert. Okay, das klingt ein wenig banal, aber das ist es auch. Im Endeffekt, fürs Overflow-Fleck müssen wir gucken, wir gehen von vorzeichenbehafteten Zahlen aus. Wenn wir die Berechnung durchführen und wir wissen, dass wir beispielsweise zwei positive Zahlen addieren und plötzlich eine negative Zahl als Ergebnis rauskommt, sei es irgendwie durch einen Überlauf oder andere spannende Dinge, dann wird das Overflow-Fleck gesetzt. Das Schöne ist für euch, ihr müsst an dieser Stelle hier gerade gar nicht irgendwie groß verstehen, wie genau der Rechner das berechnet, sondern ihr müsst quasi nur entscheiden, ist das jetzt eine Stelle, wo das Overflow-Fleck gesetzt werden müsste oder nicht. Wie genau das geht, das kann man sich sonst nochmal in den Folien angucken. Aber im Prinzip ist für euch eben wichtig, dass ihr anhand der Berechnung entscheiden könnt, also anhand der einfachen Rechnung dann sagen könnt, okay, da kommt was Falsches raus an Vorzeichen. Da muss das Overflow-Fleck hin. Ja, Magic. Das andere ist sicherlich auch nicht verkehrt, sich mal anzugucken, aber ist für die Aufgabe nicht so im Detail wichtig. Gut, gucken wir uns also mal meine vier Beispiele an, die ich mitgebracht habe. Damit müssten wir die meisten Sachen auch abgedeckt haben. Zu dem Overflow-Fleck, also die Rückfrage, ob das auch noch andere Möglichkeiten gibt, außer wir haben zwei positive Zahlen, die wir addieren und plötzlich wir kriegen was Negatives. Ja, genau, also wie du schon sagst, es kann auch sein, wir haben vielleicht mit zwei negativen Zahlen und machen da irgendwas und plötzlich kriegen wir ein positives Ergebnis, obwohl das nicht positiv sein sollte. Kann auch sein, dass wir positive und negative Zahlen nehmen und wir kriegen was, was einfach das falsche Vorzeichen hat. Also im Endeffekt ist es wirklich die Frage, ob das Vorzeichen noch richtig ist. Gut, schauen wir uns mal an das erste Beispiel: Subbel RX EBX. Ne? Sub und Add, das kennen wir. Subtraktion, Addition. L in dem Fall für Long. Rechne hier gerade mit 32-Bit-Zahlen, wie in der Hausaufgabe. Und Prozent ERX, Prozent EBX. Welches ist also also Sub ist ja eine Subtraktion. Welches ist das Register, von dem ich abziehe? Also bei Subtraktion, ich ziehe ja von einem Wert was ab. Welches ist das Register, von dem ich abziehe? Wie war das eben mit den Berechnungen? Genau, EBX. Also auch hier Zieloperand bzw. der Operand, von dem abgezogen wird bei den Subtraktionen, steht rechts. Das heißt, wir würden 0x und so weiter und so weiter. 4, 5, 6, 7 minus 4, 0, 3, 0 rechnen. Und unser Ergebnis wäre dann 537, glaube ich. Und während ich das hier noch schön reinschreibe, könnt ihr schon mal überlegen, welche Flags hier gesetzt oder nicht gesetzt werden.
Also, 537 ist unser Ergebnis. Meint ihr, dass das Carry-Flag gesetzt wird? Nein, genau. Es ist richtig, es wird nicht gesetzt. Machen hier einfach mal einen Strich. Hier kommt kein Carry-Flag rein. Wir haben einfach nur ganz normal, wie wir es auch aus dem Dezimalsystem kennen, eine Zahl genommen, haben eine andere Zahl, die ein bisschen kleiner war, abgezogen, sind immer noch im positiven Bereich. Nichts hat sich irgendwo geändert, gedreht, irgendwas. Kein Carry-Flag. Wie sieht das mit dem Overflow-Flag aus? Genau, also auch kein Overflow-Flag. Wie ich schon sagte, wir haben einfach eine ganz normale Rechnung gemacht, eine positive Zahl minus einer positiven Zahl, die kleiner war, haben eine positive Zahl erwartet. Es ist eine positive Zahl rausgekommen. Es wird also kein Overflow-Flag gesetzt. Gucken wir uns das zweite Beispiel an. Wir haben ein Addel, also eine Addition von. Auch hier ebx der erste Wert. Also wir addieren den Wert f plus den Wert 0x. Das sind 7 Fs und eine 2. Was kommt da erstmal für ein Wert raus? Okay, genau. Also von der Berechnung erstmal schon mal richtig. Das einfach nur addiert ist 7 mal die 0 und dann eine 1. Okay, und ich lese schon, das Carry Flag muss gesetzt werden. Das ist richtig. Warum muss das Carry Flag gesetzt werden? Ja, warum haben wir diesen Überlauf? Wir haben einen Überlauf. Und zwar, wir gucken uns das an. Wir haben hier ein F plus diese ganzen Fs und alles und eine 2. So, diese 2 hier hinten sorgt dafür, dass wir auf die letzte Stelle eine 1 addieren, was aus dem F eine 1 im Übertrag macht und eine 0 auf der letzten Stelle. Und dadurch, dass es nicht nur 1, sondern 2 sind, kommt auf der letzten Stelle noch eine 1 dazu. Das ist also die 1, die wir dadurch haben. Jetzt haben wir aber den Übertrag. Der Übertrag landet auf der vorletzten Stelle, wo wir ein f haben. Das ist ein wenig unpraktisch, denn ein Übertrag auf f ist ja eine, also f plus 1 ist ein Wert 0 mit Übertrag 1. Das Ganze zieht sich immer weiter vorweg, bis wir am Ende hier vorne einen Übertrag machen müssen. Also haben wir eigentlich eine 1 mit 7 Nullen und dann eine 1 nochmal. Die 1 hier vorne fällt aber weg, weil wir nur eine Breite von 8 haben. Und deswegen müssen wir unser Carry Flag setzen, damit klar ist, hier vorne ist was passiert und das soll ja nicht verloren gehen. Ja, wie rechnest du denn hexadezimal das F plus 2? Nee, wo ist denn im Hexadezimalsystem Ende? Hast du ein G im Hexadezimalsystem? Haben wir nicht, ne? Das ist so, wie wenn wir im Dezimalsystem auf die 9, also es wäre ja das Äquivalent, wenn ich im Dezimalsystem 992 plus 9 rechne. Dann habe ich ja auf der letzten Stelle auch das. Dann aus dieser 2 plus 9 erzeuge ich mir eine 1 auf der letzten Stelle und den Übertrag, der irgendwie vorne durchgeht. 992 plus 9, das heißt, wir wären bei
1001. Ja, genau, weil das Hexadezimalsystem bis F geht, und wenn wir dann addieren, kriegen wir dann unsere Überträge einfach aus der ganz normalen Hexadezimal-Addition. So. Jetzt muss ich hier gerade mal gucken. Ist es egal, wie viele Einsen im Übertrag stehen oder wie kann man das aus dem Carry-Flag lesen? Grundsätzlich geht es erstmal darum, dass hier ein Carry erzeugt wurde. Die Flags, also wenn die Berechnungen gut gemacht sind, dann ist natürlich auch alles sicher. Ich meine, ich muss es selber gerade mal überlegen. Im Endeffekt dürften wir, glaube ich, auch nur ein Carry von 1 eigentlich rüberkriegen. Solange wir nur zwei Zahlen miteinander addieren. Zum Hintergrund der Flags, es geht zum einen natürlich möglicherweise darum, das in den nächsten Berechnungen einfließen zu lassen, zum anderen aber auch als Warnflag. Nach dem Motto, hier ist gerade eine Berechnung passiert, die hat etwas ausgelöst, was außerhalb unseres Wertebereiches ist oder außerhalb unserer Erwartung. Also das ist ja auch ein großer Einsatz von Flags. Genau, aber bei zwei Zahlen sollten wir eigentlich nur maximalen Einser-Übertrag kriegen. Wenn wir an einer Stelle drei Zahlen miteinander direkt addieren, dann könnte es uns natürlich passieren, dass wir durch diese Verschiebung auch mehr Überträge kriegen. Das wird dann irgendwann ein bisschen schwieriger. Aber ich meine, in dem Fall würde man dann auch die Addierer hintereinander schalten, sodass man immer nur zwei stückweise addiert. Okay, Carry Flag haben wir geklärt, wird gesetzt. Wie ist das mit dem Overflow Flag an der Stelle? Das wird nicht gesetzt, das ist richtig. Warum wird das nicht gesetzt, das Overflow Flag? Okay, wir haben hier keine Änderung im Vorzeichen, wir haben hier nur einen Übertrag, ja. Also wir können uns ja auch nochmal überlegen, was haben wir eigentlich gemacht? Wenn wir eine vorzeichenbehaftete Zahl hier haben, wo wir insbesondere bei den Overflow-Flags von ausgehen, dann ist es so, dass die erste Zahl uns ja auch anzeigt, ob wir eine positive oder negative Zahl vorliegen haben. Alles ab 8 aufwärts ist eine negative Zahl. Im Zweierkomplement. Das heißt, wenn wir das F haben und das umsetzen würden, wären wir bei 14 müsste das dann sein im Endeffekt. Ja, gut, klar, muss im Ende ein E sein, was da rauskommt. Und das, was wir hier eigentlich rechnen, ist F plus minus E. Oder anders gesagt, eigentlich rechnen wir F minus E und es kommt dann 1 raus als Ergebnis, was das erwartete richtige positive Ergebnis ist. Und deswegen wird kein Overflow-Flag gesetzt. Wenn wir hier jetzt plötzlich, wenn wir in diesem Beispiel F minus E gerechnet hätten, wo ja was Positives noch rauskommen muss, weil die Zahl, die kleiner ist, ne, also im Endeffekt die Subtraktion, die hier entstanden ist, plötzlich immer noch was Kleineres nur abzieht von der ersten Zahl.
Hätten wir jetzt plötzlich hier vorne eine 9 stehen an der ersten Stelle oder auch ein F oder was, irgendwas, was uns auf so eine negative Zahl hinweist, dann würden wir das Overflow-Flex setzen. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter und gucken, was bei den anderen Beispielen ist, weil wir werden natürlich auch zu was kommen, wo das passieren wird. Dritte Zeile. Wir haben Subbel, also eine Subtraktion in dem Fall wieder. Und was haben wir? Wir haben hier 9, naja, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 minus die 3000, naja, 3, egal, 3 vorne, 8 hinten. Muss ich gar nicht alles aussprechen. Wie sieht das hier mit Carry Overflow Flag aus? Was ist das Ergebnis der Berechnung? Könnt ihr dazu was sagen? Also Zieloperant ist weiterhin der zweite. Ja, das heißt, davon wird abgezogen. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 minus dieser langen Zahl hier vorne mit der 3 am Anfang, der 8 am Ende. Das heißt, mein Ergebnis ist ja, das sieht fast richtig aus. Oder ich habe mich verrechnet. Also 6, 8, 7, 6, 5, 4, 2 und jetzt müssen wir noch mal gucken. Wir ziehen 8 ab. Also einer abgezogen wäre 1, 2 abgezogen wäre 0, 3 abgezogen wäre F, 4 abgezogen wäre E, 5 abgezogen wäre D, 6 abgezogen wäre C, 7 abgezogen wäre B, wir haben 8 abgezogen, das ist ein A am Ende. Und ich habe in dem Fall mir natürlich aus der Stelle davor einen geborgt, also 3 minus 1 ist 2. Okay, das ist das Ergebnis der Subtraktion. Wie sieht das mit dem Carry Flag aus? Und ich erinnere daran, Carry Flag guckt nicht auf irgendwelche Vorzeichen, sondern nur, ob ich irgendwo einen Überlauf oder einen Unterlauf habe. Gut, genau, soweit richtig. Carry Flag haben wir an der Stelle nicht. Wie sieht das mit dem Overflow Flag aus an der Stelle? Also da, wo wir uns die Vorzeichen angucken. Was habe ich hier überhaupt für Zahlen vorliegen? Was sind das für Vorzeichen? Was für Vorzeichen habe ich liegen? Sowohl bei meinen Operanden als auch bei meinem Ergebnis. Okay, genau. Prozent EBX, also dieses mit der 9 am Anfang, das ist eine negative Zahl, weil alles über 8 ist negativ im Zweierkomplement. Das ist, ne, warum über 8 oder ab 8, das ist, weil das genau die Hälfte ist. ERX ist positiv. Okay, also ich habe eine negative Zahl minus 9 Dingsbums minus einer positiven Zahl. Was passiert, wenn ich eine positive Zahl von einer negativen Zahl abziehe?
Dann wird es negativer. Genau, also erwarte ich eigentlich, es muss weiterhin negativ bleiben. Und mein Ergebnis ist aber am Anfang eine 6. Das ist eine positive Zahl. Das heißt, ich habe eine positive Zahl von einer negativen Zahl abgezogen. Hieße eigentlich, ich müsste eine negative rauskriegen. Ich kriege aber eine positive raus. Das ist von den Vorzeichen absoluter Blödsinn und deswegen muss hier das Overflow-Flag gesetzt werden. Ihr seht eigentlich nur genau gucken, wie ist es mit den Vorzeichen und nachdenken, wie ist das eigentlich, wie kennen wir das aus dem Dezimalsystem? Gut, ein Beispiel haben wir noch hier. Addel Rx Ebx, also wieder eine Addition. In dem Fall Rx mit dem Wert f und 7 Nullen. Und EBX 8 und 7 Fs. Wenn ich das Ganze ausrechne, genau, das richtige Ergebnis ist 7 und dann 7 Fs. Ne, das kann man einmal, wenn man es im Kopf rechnen will, dann kann man es einmal ganz schnell einmal switchen hier, die erste Stelle F und 8 einmal tauschen. Dann haben wir hier F, 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 also fast schon alles voll. Wir sind ja hier bei einer Addition, rechnen auf die erste Stelle eine 8 drauf. Ja, und sowieso 8 und F an erster Stelle, das ist irgendwie ein bisschen zu viel. Genau, der Carry wird gesetzt, das habt ihr schon richtig erkannt. Das funktioniert irgendwie nicht sonst, also. Da wird ganz vorne ein Übertrag erzeugt. Das war die einfache Sache. Wie ist das denn mit dem Overflow-Fleck an der Stelle hier? Das Overflow-Fleck wird auch gesetzt. Warum wird das Overflow-Fleck gesetzt an dieser Stelle? Also es ist erstmal richtig, genau, es wird gesetzt, aber warum? Genau, also wir addieren zwei negative Zahlen, soweit erstmal richtig. Und wenn wir uns überlegen, wie ist das eigentlich, wenn wir zwei negative Zahlen addieren? Minus 7 plus minus 3, dann wird es negativer, ne? Genau, also das heißt, da muss auch wieder was Negatives rauskommen. Also wir haben zwei negative Zahlen, die wir addieren und wir kriegen 7f. Das ist tatsächlich die letzte positive Zahl im Zweierkomplement, bevor ich plus 1 dann, ne, wenn hier einer mehr drauf wäre, plus 1, dann fange ich nämlich an, plötzlich in die negativen Zahlen zu rutschen. Aber 7f ist, oder also 7 plus dann die Fs dahinter, das ist eine positive Zahl. Also, ich habe zwei negative Zahlen addiert, ich habe eine negative Zahl erwartet und kriege eine positive. Das Vorzeichen ist sowas von falsch. Also wird das Overflow-Flag gesetzt. Gut, damit haben wir die Varianten durch. Das ist im Prinzip das, was ihr in Hausaufgabe auch machen sollt. Achtet also darauf, fürs Carry-Flag wird irgendwie, ja, haben wir Überlauf oder Unterlauf. Fürs Overflow-Flag schaut ihr euch an, wie es mit den Vorzeichen ist, was da passiert. Und achtet halt eben darauf, dass unser Zieloperand, der auf der rechten Seite ist, und entsprechend dann auch zum Beispiel von der rechten Seite, von dem rechten Operanden, das ist, wo abgezogen wird. Dann kriegt ihr das mit der Hausaufgabe auch hin. Warte mal, du hast mich gerade verloren, an welcher Stelle genau du gerade bist. Ach, die hier.
Das sind Hexadezimalzahlen. Wie vorhin schon, ne, hier an dem 0x vorne erkennbar, dass es Hexadezimalzahlen sind. Und wenn du eine von einer Hexadezimalzahl abziehst, von der Hexadezimalen 2 bist du bei 1. Wenn du noch einen abziehst, bist du bei der 0. Wenn du noch einen abziehst, bist du bei f mit einem Übertrag oder einem Borgen von 1. Gut. Dann würde ich sagen, gucken wir uns mal ein bisschen an, wie eigentlich so ein Stack funktioniert beim x86 Assembler. Vielleicht habt ihr euch das ja mal angeschaut, was es da gibt und so. Ich muss gerade einmal ein bisschen mal meine Sachen einmal durch die Gegend schieben. Nehmen wir den da. Ja. Gut. Stack und Dinge, die da passieren. Genau. Fangen wir vielleicht erstmal mit den Registern an. Also, es gibt Register. Und es gibt die Register beim x86 Assembler, die sich also auf 64-Bit bezogen in zwei Gruppen einteilen lassen. Die eine Gruppe besteht aus meinem RAX, dann RDI. RSI, RDX, dann haben wir noch RCX und dann R8 bis R11. So, weiß jemand, wie diese Gruppe bezeichnet wird? Diese Gruppe von Registern beim x86 64-Bit auch gar nicht so klug, die so zu schreiben. Das wird gleich spannend beim zweiten Gruppe. Ja, okay, genau. Also die Registerbank hat so eine gewisse Anzahl Registern, ja. Wir wollen uns ja gleich den Stack angucken. Der Stack wird benutzt zur Programmausführung und zum Programmablauf mit unterstützen. Habt ihr in dem Zusammenhang so ein Wörtchen mit C? Was die eine Hälfte der Register beschreibt. Okay, nee, das meinte ich nicht. Ich wollte auf was anderes raus. Ich wollte auf Caller Safe raus. Caller Safe sind die Register. Also der Caller ist derjenige oder die Funktion, die eine Unterfunktion aufruft. Und wenn ich jetzt als beispielsweise Main-Funktion eine Unterfunktion aufrufe und ich habe in diesen Registern irgendwas stehen, was ich später selber nochmal benutzen will, dann ist es meine Aufgabe als Aufrufer, als Caller, mir diese Registerwerte woanders zu sichern, dass ich später darauf zurückgreifen kann. Deswegen Caller Safe. Das ist das, wo ich mich als aufrufende Funktion drum kümmern muss. Das könnte unter Umständen auf dem Stack landen, ja, das wäre okay, das kann man machen. Genau. Das kann man auch theoretisch in irgendeine Speicheradresse schreiben und sich dann auf dem Stack merken, wo man die Werte findet.
Aber genau, also zum Beispiel auch auf dem Stack wäre halt auch eine Möglichkeit. So, das andere, das Gegenteil ist Core Lee Safe. Das sind zum Glück ein paar weniger. Das sind RBX, R12 bis 14 und RBP und RSP. Das sind die Call-Lease-Safe-Register. Die heißen deswegen Call-Lease-Safe, weil wenn ich als Aufgerufener damit irgendwas machen will, also ich als Unterfunktion irgendwas tun will, dann muss ich mich darum kümmern, dass ich das Ganze speichere und selber sichere. Das ist dann nämlich meine Verantwortung, dass ich das irgendwie mache, wie auch immer ich das tue. Also Caller Safe, die aufrufende Funktion muss sich darum kümmern, wenn sie sagt, okay, irgendwer anders macht erstmal weiter, dann muss die aufrufende Funktion sich darum kümmern, dass die Werte daraus gesichert werden. Callee Safe ist die aufgerufene Funktion. Wenn die was ändert, dann hat die die Verantwortung, dass am Ende des Ablaufs, wenn sie ihr, wenn die fertig ist, die Unterfunktion und zurückgibt an die Aufruferfunktion, dass sie dann alle diese Werte im Zweifel wiederherstellt, genauso wie sie vorher waren. Ein paar von den Registern haben auch noch so ein paar Spezialaufgaben, zum Beispiel RAX. Wisst ihr, wofür RAX ist? Das Register? Gut, ansonsten, das verrate ich euch dann. Das Register RAX wird für den Rückgabewert benutzt. Das heißt, wenn die aufgerufene Funktion irgendwas berechnet, dann erwarte ich als Aufrufer, wenn es einen Rückgabewert gibt, dass der im Register RAX zu finden ist. Und da sehen wir auch, warum das Ganze Caller Safe ist, ne? Wenn ich erwarte, dass die aufgerufene Funktion mir da was reinschreibt und irgendwas zurückgibt, dann wäre es ja doof, wenn ich ihr dann sage, sie soll es aber genauso zurückgeben, wie ich es ihr übergeben habe. Also deswegen, RAX hat Rückgabewert. RBP und RSP haben auch nochmal spezielle Namen. Genau, das andere ist auch richtig. Gucken wir gleich nochmal. Stimmt, das können wir auch noch sagen. Aber RBP und RSP. Also, RBP ist der sogenannte Base Pointer für den Stack Frame. Der zeigt also auf eine bestimmte Stelle im Stack. Gucken wir uns auch gleich noch mal ein bisschen mit dem Bild an. Und RSP ist der Stack Pointer, der mir auch auf eine bestimmte Stelle im Stack zeigt. Also normalerweise RBP, Base Pointer, zeigt mir auf die Basis des Stack Frames, in dem ich gerade arbeite. Also den Bereich im Stack, in dem ich gerade unterwegs bin. Und der Stack Pointer zeigt mir eigentlich in der Regel meinen aktuellen Top of Stack an. So, genau, dann gab es zwischendurch noch den Hinweis, dass in unter anderem Prozent RDI Argumente liegen. Die ersten sechs Argumente waren das. Genau, die ersten sechs Argumente. Also wenn ich
Argumente an die aufgerufene Funktion mitgebe, werden die ersten 6 Argumente in der Regel in den Registern übergeben. Das ist das, was ich erwarte eigentlich. Das machen wir einen Tick anders. Das ist doch. So, das sind also unsere 6 Argumente. Ja, schön. In dem Moment, wenn ich es weiter bearbeite, löscht er mir das. Ne? Das ist ja auch gut. Dann halt nicht. Dann behalten wir das so. Also, das sind die Argumente, beziehungsweise die Parameter für das Aufrufen der Funktion. Nur die ersten 6. Was passiert, wenn ich mehr als 6 Argumente habe, mehr als 6 Parameter? Ja, dann nutze ich das, was ich für meinen Programmablauf nutze. Das landet dann auf dem Stack. Also die ersten 6 Argumente auf dem Stack. Und ab dem 7. Argument. Wird es auf den Stack gelegt von der Aufruferfunktion, von der Caller-Funktion. So, jetzt haben wir uns einmal angeguckt, was wir eigentlich hier an Registern haben und was die tun und wofür die sind. Außer dass ich natürlich damit rechnen kann. Jetzt sollten wir uns einmal dazu angucken, wie der Stack eigentlich aussieht. Also, was habe ich beim Stack? Na, das ist so ein Stapelspeicher. Ne? Wir waren hier bei den Pizzakartons. Das ist ein großer Turm mit ganz vielen irgendwie Abschnitten da drin. Und es ist etwas gegen die Intuition, aber wenn ich hier irgendwo bin, man sagt eigentlich, dass der Stack also häufig wächst er nach unten, das kann man aber auch umdrehen. Also der Stack wächst in die eine Richtung. Aber die Adresswerte in die andere Richtung. Das heißt, der Stack wächst entgegen der kleineren Adresswerte. Was heißt wachsen des Stacks? Das heißt, wenn ich was auf den Stack lege, dann kommt das ja immer auf den Top of Stack. Wir hatten ja irgendwie die Null-Adressmaschinen, wo wir auch so einen Stack dabei hatten. Und das landet halt immer nach drunten. Beim Heap bin ich jetzt gerade überfragt, muss ich sagen. Tut mir leid. Da bin ich gerade nicht sattelfest. So, also, was können wir haben?
Im Normalfall würden wir, also die einzelnen Bereiche sind immer Abschnitte des Stacks. Und wir können an einer Stelle sein, wo wir gerade ja, mit unserem Programm sind. Beziehungsweise der eigentliche, genau, Stack Bottom. Der komplette Stack Bottom würde sich am höchsten Adresswert befinden. Und na gut, da geht es natürlich, da sind noch ganz viele Sachen. So, wir sind dann irgendwo, dass wir mit unserem EBP oder RBP, und jetzt schreibe ich hier schon wieder EBP. EBP wäre 32-Bit, wir wollen ja hier 64-Bit, also Macht der Gewohnheit. RBP, unseren Base-Pointer haben. Der zeigt mir auf eine Stelle im Stack und das ist der untere Ende von meinem Stack-Frame. Alles schön und gut. So, und dann habe ich irgendwelche Sachen gemacht. Hier liegt irgendwas drin. Keine Ahnung. Dann liegt hier irgendwas anderes drin. Irgendwer hat hier ein X hingelegt. Und mein Stack-Pointer, der mir auf den Top-of-Stack zeigt, ist beispielsweise hier. So, und jetzt kann es halt sein, dass ich sage, ich will eine Unterfunktion aufrufen. Ich will eine Unterfunktion aufrufen und ich gebe dem einen ganzen Haufen Argumente mit. Ja, also das einmal sind irgendwie in der Registerbank, wo ich dann jetzt irgendwie sechs Argumente reinpacken könnte. Und wenn ich dann ein siebtes Argument hätte, dann würde ich das hier reinlegen. Und dann meine Unterfunktion aufrufen. Wisst ihr schon, was beim Aufrufen der Unterfunktion passiert? Beim Call. Also ich rufe jetzt eine Unterfunktion auf. Ich will Call machen. Ja, genau. Also ich springe aus dem Hauptprogramm raus. Was brauche ich, wenn ich aus dem Hauptprogramm rausspringe? Ja, nee, die Zieladresse, die kriege ich, die rufe ich ja selber auf. Genau, aber ich brauche eine Rücksprungadresse. Und das ist das Wichtige. Also wenn ich einen Call mache, dann wird auf meinen Stack die Return Address. Gucken, Red Address müsste ich hier irgendwie oder Red Adre kriege ich hier gerade noch rein. Also meine Rücksprungadresse wird hier hingetan. Das ist im Prinzip nichts anderes als mein na, oh, kein Prozent. Mein Programmzähler, ne? Das ist meine Rücksprungadresse. Damit ich genau weiß, wo ich im Programm bin, lege ich den Wert meines Programmzählers als Rücksprungadresse auf den Stack bei einem Call. Da wird also was auf den Stack draufgepackt. Okay, was passiert in dem Moment, wenn ich was auf den Stack draufpacke? Ich habe jetzt meine Return-Adresse draufgepackt. Oh, und guter Punkt. Danke für den Hinweis. Klar, natürlich geht es um die nächste, den Wert des Programmzählers. Für die Folgezeile ist das. Das kann ja ein bisschen unterschiedlich. Das kann ja nicht nur plus 2 sein.
Also es wäre ja quasi für den Folge oder für den Folgebefehl. Vielleicht erstmal nur, dass das einmal noch klar ist, ne? Wenn mein Programmzähler kann ja irgendwie was an Stelle 100 haben, dann irgendwie Programme und dann habe ich irgendwie bei 102 irgendwie ein paar Opcodes. Da brauche ich irgendwie ein paar mehr Argumente, deswegen ist das länger, deswegen bei 106 dann das nächste. So, und wenn ich jetzt hier den Call mache, dann würde ich die Folgezeile für meinen normalen Programmablauf mir sichern, denn ich springe hier mit dem Call in die Unterfunktion, lasse es mir berechnen und wenn ich dann zurückkomme aus der Unterfunktion, dann will ich ja in der nächsten Zeile direkt weitermachen, also lege ich entsprechend das hier bei mir auf den Stack. So, genau, jetzt haben wir das aber dahingelegt. So, ja, das mit dem Top of Stack, man kann auch noch ein paar andere Dinge zugreifen, da kann man ein bisschen manipulieren. Aber was passiert denn jetzt in dem Moment, wenn ich hier eine Return, also wenn ich hier ein Element drauflege auf den Top of Stack, die Return Address? Hier, Arg 7 war Top of Stack, da zeigt auch mein Stack Pointer drauf. Was passiert dann, wenn ich in dem Moment auch, wenn ich die Return Address auf den Stack lege? Naja, irgendwie ist mein Top of Stack jetzt ein anderer, ne? Mein Stack Pointer hat aber eigentlich auf meinen eigenen Top of Stack zu zeigen. Das heißt, dieser Pfeil hier ist hinfällig. Und mein Stack Pointer zeigt jetzt auf dieses Feld. Weil ich was draufgelegt habe. Das ist ähnlich wie ein Push, ne? Also hier dieses Argument 7 ist ja quasi mit einem Push draufgelegt. Und die Return-Adresse wird eben durch den Aufruf oder durch den Befehl Call draufgelegt. Dann wird meine Unterfunktion aufgerufen. Und wir hatten eben uns angeguckt, es gibt Caller-Safe und Callee-Safe. So, und wir sehen hier, Base-Pointer und Stack-Pointer sind Callee-Safe. Das heißt, die aufgerufene Funktion muss das selber speichern. Das heißt, das Erste, was passiert, wenn ich eine Funktion aufrufe, so, ich bin jetzt quasi hier in meine Unterfunktion gegangen. Und das Erste, was passiert, wenn ich eine Funktion aufrufe, ist, dass die sagt, ich muss ja irgendwie nachher meiner Überfunktion, meiner Aufruferfunktion, dem muss ich nachher den Stack und Base Pointer zurückgeben können. Ich selber brauche aber das zu meinem Berechnen auch. Also muss das als erstes gesichert werden. Deswegen hat man häufig im Programmablauf, vielleicht erinnert ihr euch noch aus diesem Assembler-Code angucken, am Anfang so ein Push RBP und dann ein Move RSP RBP. So, jetzt können wir mal gucken, was passiert denn dann eigentlich? Das ist so das, was eine aufgerufene Funktion als erstes macht. Also Push RBP. Das heißt, da wird der RBP auf den Stack getan. Quasi der alte RBP. In dem Moment passiert natürlich auch wieder was mit unserem RSP, mit unserem Stack Pointer. Der Stack Pointer wird wieder weiter umgesetzt, weil der Top of Stack sich gerade geändert hat. Das ist die Zeile Push RBP. Und dann kommt Move RSP RBP. Da habe ich das Prozent rechts vergessen. Gut, das könnt ihr euch hoffentlich denken, das kriegt da gerade nicht zwischen. Okay, Move RSP RBP. Wir erinnern uns, Zieloperand rechts, das heißt, der Base-Pointer kriegt den Wert Move übertragen. Ja, also im Prinzip ist es wie ein Kopieren eigentlich. Den Wert
von dem Stackpointer. Das heißt, in dem Moment passiert, ich mache mal den RBP auf die rechte Seite, das ist dann ein wenig einfacher. So, da war mein RBP. Und jetzt Move ASP/RBP, mein Basepointer kriegt den Wert des Stackpointers. Und das hier ist quasi erstmal weg und alt. Und jetzt habe ich hier meinen Basepointer hier unten hingesetzt. Und das Schöne ist, hier oben in dem oberen Bereich, da hat meine Aufruferfunktion, ne, meine Caller-Funktion, die hat irgendwelche Dinge gemacht, hat hier wie vielleicht das X irgendwie was auf dem Stack noch liegen, was sie nachher selber braucht. Ich habe mir aber als aufgerufene Funktion mein Stack Frame neu gesetzt, indem ich mit RBP weiß, nach unten darf ich machen, was ich will. Weil nach unten ist es per Definition eigentlich mein Bereich. So, das heißt, ich habe hier jetzt meinen Basepointer liegen, bin in dem Ganzen drin und kann irgendwelche schönen Berechnungen machen. Also, was man machen könnte, wäre, muss ich gerade mal gucken. Ja, machen wir das mal. Klein und harmlos. Move 16. RBP nach RAX. So, das wäre was, was ich machen könnte. Was passiert jetzt eigentlich an der Stelle? Wir sehen hier 16, das ist so ein Offset, ne? Das hatten wir schon, das kennen wir. Also ich kann auch auf einen Basepointer einen Offset setzen. So, wenn ich hier einen Abstand und wir sind hier bei unseren 64-Bit-Stacks. Das heißt, meine Adressen haben hier einen Abstand von 8. Das heißt, ich gucke im Abstand 16, ne, das hier wäre Abstand 8, das ist Abstand 16. Ich nehme den Wert aus dem 16 RBP, also Argument 7, und schreibe das in RAX rein. Das heißt, mein Register RAX kriegt den Wert von Argument 7. Darf ich das mit RAX machen? Ja, weil das ja caller-saved ist. Das heißt, ich darf als Callee damit rechnen, wie ich will. Und am Ende wird hier mein Rückgabewert erwertet. So, also beispielsweise Argument 7 ist da jetzt drin. So, und dann kann ich irgendwas Lustiges machen wie Adel Dollar 0x111. Komma RAX. So, ihr seht wieder, auch hier würde ich, rechts ist der Zieloperand, RAX, da würde ich reinschreiben und darauf würde ich einen Wert addieren. In dem Fall einen sehr explizit gesetzten Immediate-Wert. Das sind 111, sind 273. Das heißt, ich würde auf meinen Wert hier drin plus 273 Dezimal, also 273 ist Dezimal, rechnen. Mir geht es jetzt nicht um die Details, ne, sondern ums Verständnis. Also insofern, ne, also da würde ich jetzt halt eben da was drauf rechnen. Und dann könnte ich halt sagen, gut, ich bin soweit glücklich, ich habe hier was genommen, ich habe ein Argument genommen, ich habe da was drauf gerechnet, mein Ergebnis liegt in RAX, bin fertig als aufgerufene Funktion und
Würde am Ende einmal Move RBP RSP machen. Und ihr seht vielleicht schon, dass das fast so aussieht wie oben. Die Frage ist mit aktuellen Werte. Was meinst du mit das von aktuellen Werte? Hier bei dem Movil? Also ja, das wären hier in dem Movil, würde man die jetzt aktuellen Werte nehmen, genau wo wir jetzt mit dem Pfeil drauf zeigen. Also hier, ne, da wo noch der richtige Pfeil ist. Das heißt, wenn ich fertig gerechnet habe, mache ich am Ende Movil RBP RSP. Das heißt, mein Stackpointer kriegt, okay, das war jetzt fast ein bisschen langweilig. Ich mache hier unten mal ein bisschen Magic. Punkt, Punkt, Punkt. So, da mittendrin. Ich habe gerade berechnet und dann habe ich Magic gemacht und ich habe irgendwie Dinge auf den Stack gepusht. Dadurch ist es nochmal größer geworden. Ich habe noch mehr Dinge auf den Stack gepusht. Dadurch ist es noch größer geworden. Und ich habe nochmal was drauf gepusht. Und deswegen ist mein Stack jetzt, mein Stack noch größer und hier ist Zeug drin, da ist Zeug drin, da ist Zeug drin. Das ist mir egal. So, da ist Magic passiert. Mein Stackpointer zeigt jetzt hier hin. Ich bin fertig mit Berechnen. Und ich will jetzt am Ende, mache ich Movil RBP RSP. Das heißt, mein Stackpointer kriegt den Wert des Basepointers, der, wir erinnern uns, am Anfang meines eigenen Stackframes liegt. Das heißt, die waren ja auch alle nicht mehr gültig. Das heißt, mein letzter Wert hier, das verwerfe ich und ich zeige wieder hierhin. Das ist irgendwie, ne, wieder alles zurückgesetzt. Bin wieder oben. Und, oh, da drin ist ja der alte RBP. Ja, deswegen wird als nächstes auch Pop RBP gemacht. Also Pop nimmt ja den Wert vom Top of Stack, wobei Top of Stack ist an der Stelle falsch. Pop nimmt den Wert, worauf ich mit dem Stack Pointer gerade zeige, und schreibt den in das Register dahinter rein. In dem Fall ist das Register dahinter RBP. So, ich zeige auf meinen alten RBP. Das heißt, der hier ist hinfällig und der hier oben ist wieder gültig. Das heißt, ich habe meinen Basepointer zurückgesetzt. So, also mein Stackpointer wieder zurückgesetzt, mein Basepointer zurückgesetzt und das Letzte, was ich dann noch mache, das muss hier unten irgendwie noch rein. Hier unten, ich schreibe das mal irgendwo drüber. Letzter Befehl ist dann Return. Ach so, genau. Bei dem Pop ist natürlich auch habe ich das ja rausgeworfen vom Stack. Ne, wir erinnern uns auch an den Null-Adressmaschine. Haben wir es ja auch vom Stack geworfen. Das heißt, währenddessen wurde mein RSP um ein wieder zurückgesetzt. Und ich zeige deswegen jetzt gerade ja auch auf die Return, die Rücksprungadresse. Und wenn ich dieses Return hier ausführe, dann sage ich nichts anderes, ne, Return. Mach jetzt im Programmablauf da weiter, wo meine Rücksprungadresse gerade ist. Und damit gehe ich dann halt hier an die 102 in meinem Fall und würde dann weitermachen. So. Also, ihr seht, wenn ich also eine Funktion, wenn eine Funktion eine andere Funktion aufruft, dann werden Argumente in Registern plus gegebenenfalls auf den Stack abgelegt. Die Rücksprungadresse wird auf den Stack gelegt, und es wird in das Programm reingesprungen. Das aufgerufene Programm, also dieser ganze Bereich hier unten, das ist das, was das aufgerufene Programm gemacht hat.
Mein Stack geht ja potenziell noch weiter. Das hat als erstes den alten Basepointer gesichert, hat dafür gesorgt, dass der Basepointer hier auch den Stackpointer zeigt, damit ich den Bereich hier oben nicht aus Versehen so mal eben angehe und da was tue und dann hier unten fleißig gerechnet und am Ende dafür gesorgt wieder, dass ich das alles rückgängig mache mit den, also nicht rückgängig, sondern dass ich quasi wieder Basepointer und Stackpointer so setze, dass meine Aufruferfunktion von dem Stand weiterarbeiten kann, wo sie vorhin gearbeitet hat, bevor sie aufgerufen hat. So. Währenddessen sind, wie ihr hoffentlich mitgekriegt habt, einige Dinge auf dem Stack passiert, mal Dinge draufgekommen durch bestimmte Aktionen und manche nicht. Und das war jetzt ein ganz dummes, einfaches Beispiel, wie man halt sagen könnte, ne, wenn Argument 7 ein Wert in Celsius ist, könnte ich damit halt den Wert in Kelvin umrechnen und irgendwelche anderen lustigen Sachen zwischendurch machen, wenn ich das noch unbedingt tun will. Aber das, was ich links geschrieben habe, wäre quasi Minimum für irgendwie Celsius und Kelvin als Unterfunktion zu berechnen. Gut, ich hoffe, das hat euch so ein bisschen geholfen zum Thema, wie das Stack funktioniert. Und wenn ihr euch da durchdenken könnt, dann solltet ihr zum einen jetzt auch Aufgabe 12.3 beantworten können und zum anderen gut für das Thema der Funktionalität vom Stack vorbereitet sein. Könnt ihr mal irgendwie so kurz plus, minus mitgekommen, Probleme? Gut, okay, dann. Ich weiß, ist so ein bisschen Gedankending. Okay. Wie genau sollt ihr das in der Aufgabe lösen? Ich habe noch keine Musterlösung, insofern weiß ich nicht, wie genau das erwartet wird. Ich gehe davon aus, dass ihr keine Skizze da unbedingt machen müsst, sondern es heißt ja, zählen Sie die Befehle auf mit jeweils einer kurzen Beschreibung. Und es gibt vier Befehle, die ich, glaube ich, sogar alle hier nebenbei irgendwie mit eingebaut habe. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Also es gibt vier Befehle, die den Stackpointer indirekt verändern, ohne dass der Stackpointer direkt als Argument im Befehl steht. Die sollt ihr aufzählen. Okay, also würde ich die Befehle aufzählen und dann jeweils kurz beschreiben, was machen die. Also vielleicht so ein Satz mit also angenommen, ich würde, angenommen, Move wäre einer der Befehle. Dann würde ich halt aufschreiben, der Befehl wäre Move und der Befehl Move verschiebt, in Klammern eigentlich kopiert, einen Wert von einem Zielop von einem Operanden in den Zieloperanden. Dabei passiert auf dem Stack nichts, weil hier nur in Registern gerechnet wird. Okay, das wären so zwei Sätze oder drei Sätze vielleicht. Also so würde ich das pro Befehl sehen. Ich hätte jetzt nicht gesagt, dass man noch viel, viel mehr irgendwie da schreiben muss. Es sind vier Befehle, kurz einmal beschreiben. Vielleicht einmal beschreiben, also wie heißt er, wofür ist er grob und was passiert auf dem Stack, dass dadurch der Stackpointer beeinflusst wird. So würde ich daran gehen. Gut, dann lasst uns noch mal gucken auf die Aufgabe 12.4. Hier wird von Pipelining gesprochen. Ich weiß nicht, wie weit das jetzt schon in der Vorlesung kam. Da sind wir jetzt schon relativ knapp an dem ganzen Thema. Und natürlich, wie weit ihr es geschafft habt, euch damit schon be zu beschäftigen. Ihr hattet das. Das ist schon mal gut, erstmal an sich. Genau, also grundsätzlich
ist das ja so, vielleicht noch einmal, dass wir es nochmal wiederholen. Wir gucken uns einfach Abläufe an in dem Ganzen. Also so ein schönes Beispiel ist, ich habe eine Flaschenfabrik für Wasserflaschen. So. Und da habe ich einen Abschnitt in meiner Maschine, wo ich die Flaschen mit Wasser befülle und direkt danach auf dem Laufband ist das so, dass ich dass ich irgendwie Deckel drauf tue. Und dann packe ich sie ein, weil das irgendwie das super teure Luxuswasser ist, was ich einzeln verkaufe. So. Für das Ganze hier, ne, einfach gesagt, irgendwie, jeder Abschnitt braucht eine Sekunde. Dann brauche ich 3 Sekunden, um einmal durchzugehen. Ja, also Wasser einfüllen, Deckel drauf, einpacken. Und ja, hier gibt es dann quasi irgendwie so einmal die Qualitätskontrolle am Ende, alles super und Band ist wieder frei und die nächste darf rauf. Das hieße, wenn ich jetzt aber 3 Flaschen eingepackt haben will, ne, 3 Flaschen nacheinander, Wasser rein, Deckel drauf, einpacken, dann wird es freigegeben. Ich kann die zweite Flasche nehmen, Wasser rein, Deckel drauf, einpacken. Dann wird es freigegeben. Und ich kann die dritte Flasche nehmen, Wasser rauf. Nee, Wasser rein, Deckel drauf, einpacken. Und ich bin fertig. So, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, ich ignoriere jetzt einfach mal die Zeiten für irgendwie mein Freigeben, das geht irgendwie instantan, wäre ich irgendwie bei 9 Sekunden, die das Ganze braucht. Jetzt überlegt man sich, also in dem Moment, während ich den Deckel drauf tue, könnte ich doch theoretisch auch schon Wasser einfüllen. Und wenn ich einpacke, warum kann ich dann nicht schon wieder Deckel drauf tun auf eine andere Flasche? Und das ist das, wo es dann eben darum geht, dass man da eben Optimierung macht. Also indem man dann zum Beispiel sagt, okay, Wasser rauf, Deckel drauf, Wasser rein, Deckel drauf, einpacken. Und während ich hier Deckel drauf tue, sorge ich dafür, dass ich bereits auf eine andere Wasser rauf tue, einen Deckel, Wasser rein tue, Deckel rauf und die dann einpacke. Ja, weil jede einzelne Produktionseinheit quasi frei ist. Und auch die dritte Flasche. Hier wird eingepackt, da wird ein Deckel drauf getan. Dann kann ich hier im dritten Schritt schon Wasser reintun. Deckel drauf und einpacken. Eins, zwei, drei, vier, 5 Schritte. Ich brauche nur noch 5 Sekunden, habe 4 Sekunden gespart. Das ist so ein bisschen so die Idee mit, dass ich nicht alles hintereinander ausführe, sondern dass ich schon bei manchen Sachen sage, ich starte schon früher. Das ist so ein bisschen die Idee hinter dem Pipelining. Und genau, also das vielleicht so einfach nur mal so als so ein bisschen dämliches Beispiel, falls das ein bisschen schwer in der Vorlesung zu verstehen war. Wir gucken uns das jetzt mal ein bisschen an, etwas aufgabenbezogener. Also, wir können sowas haben wie eine kombinatorische Logik, die besteht aus mehreren Bauteilen, die dann Durchlaufzeiten haben. Alles jeweils in 10, nicht alles jeweils in Pikosekunden. Ich schreibe das jetzt nicht überall ran, sonst brauche ich hier noch länger. Also beispielsweise 10 Pikosekunden, 80 Pikosekunden, 50 und 30 Pikosekunden.
Okay, das war jetzt nicht mehr maßstabsgetreu. Ungefähr so. So. Das hier sind im Prinzip ist wie meine Produktionseinheiten eben. Ne? Wasser drauf, Wasser rein, Deckel drauf, einpacken, Qualitätsstempel drauf oder sowas. Keine Ahnung. Das Ganze wird bezeichnet als kombinatorische Logik. Und die braucht eine gewisse Zeit, bis das Ganze fertig ist. So wie eben auch Wasser rein, Deckel drauf einpacken. Ich komme immer wieder durcheinander. Irgendwann erzähle ich noch irgendwie von Deckel einpacken oder so. So, und man redet dann halt davon, wie lange es braucht, von der Latenzzeit der Schaltung. So, in dem Fall ist es aber so, wir haben jetzt hier nicht nur Latenzzeit für die Schaltung oder für unsere Produktionskette. Also Produktionskette, wenn wir eben mein Wasserbeispiel nehmen, sondern wir haben hier hinten auch noch ein Register, das ist so ähnlich wie dieses Freigeben, was ich eben hatte. Bei mir hat es keine Zeit gekostet, hier kostet es halt eben nochmal Zeit. So. Okay. Das Register braucht 30 Pikosekunden. Und wie sieht die Zeit aus, die dieser ein Durchlauf braucht durch die kombinatorische Logik? Wir haben die einzelnen Abläufe, einzelnen Blöcke. Wir wissen jeweils, wie lange ein Block braucht, damit es durchgelaufen ist. Und dann kommen wir auf, genau, für die kombinatorische Logik kommen wir dann hier auf 170 Pikosekunden. Und für einen Gesamtdurchlauf inklusive Register kommen wir auf 200 Pikosekunden. Also, das heißt, wenn ich hier jetzt auch irgend so eine Wasserproduktionsgeschichte hätte, würde ich hier vorne meine Wasserflasche reingeben und ich brauche 200 Pikosekunden, bis ich eine durch habe und dann die nächste wieder anfangen kann. Das ist das, was ich also für die Latenzzeit der Schaltung brauche. Die komplette Zeit aus der kombinatorischen Logik plus meines Registers. Zumindest wenn ich nur eins habe. Wir werden gleich nochmal gucken, wie wir das Ganze optimieren können. Aber erstmal nochmal eins. Das zweite ist die Frage nach dem Durchsatz. So, da hatte ich eben ja schon gesagt, ja, ne? Hier kriegen wir nur eine Flasche durch einen Durchgang. Und wir haben eine Zeit, die wir für den Durchgang brauchen. Das heißt, eine Flasche pro Durchgang, eine Flasche pro Zeit. Und unser Durchsatz hier ist dann 1 durch 200 Pikosekunden. Kann man sagen, ist ja nicht so viel, geht aber theoretisch besser. So, und jetzt können wir uns nämlich überlegen, wie wäre das denn, wenn wir hier ein weiteres Register einführen dürften? Nicht nur eins am Ende für irgendeine Freigabe, sondern auch noch ein weiteres Register an der anderen Stelle. Das braucht genauso 30 Pikosekunden, aber wir geben dann schon früher frei, dass wir an der anderen Stelle was durchschicken können. Habt ihr einen Vorschlag, wo wir ein Register gut und geschickt hier einbauen können, dass wir nicht die Latenzzeit, aber dass wir unseren Durchsatz erhöhen können.
Okay, ja, wir könnten, genau, zwischen 80 und 50, wenn wir ein weiteres nur ergänzen dürfen, dann würden wir natürlich gucken, möglichst gleich große Anteile auf beiden Seiten haben. Zwischen 80 und 50 hieße 90 auf der linken Seite, 80 auf der rechten. Das hieße also, wir würden eine Latenzzeit haben von 10 plus 80. Dann kommt hier unser Register. Das braucht 30. Dann nochmal 50 plus 30. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich nicht einmal komplett das Ganze nochmal aufmale. Genau, 50 plus 30 und dann nochmal das andere zweite Register mit 30. Unsere Latenzzeit ist damit um 30 gestiegen, weil das haben wir hinzugefügt. Aber was hat es denn jetzt für den Durchsatz bedeutet? Ja, also für den Durchsatz, genau, für den Durchsatz schaut man, wie die Abschnitte sind bis zu einem Register. Das ist quasi dann ein kompletter wieder jeweils Abschnitt aus einer geteilten kombinatorischen Logik und einem Register. Wir hätten also den Block hier. Und den zweiten Block. So, das sind 90 plus 30, das sind 120 gesamt. Und dann haben wir hier 80 plus 30 sind 110. Gut. Das Wichtige ist jetzt, und das habe ich auch schon im richtigen Ergebnis gesehen, der maximale Durchsatz, der ergibt sich aus der Latenz der langsamsten Stufe. Ja, also man sagt auch, wir haben jetzt hier zwei Stufen. Und die langsamste Stufe, ist für den Durchsatz, zuständig. Wir können hier jetzt pro quasi eine Flasche pro 120 Pikosekunden verarbeiten. Jetzt wird es so ein bisschen tricky in dem Ganzen, weil wir danach in die zweite Stufe dann weitergehen. Also der Durchsatz sagt dann tatsächlich hier 1 durch 120. Warum die langsamste Stufe? Naja, wenn wir nicht auf die langsamste Stufe Rücksicht nehmen würden und zum Beispiel so wie sie, also hier jetzt ist sie jetzt vorne, da wäre es nicht so wild, aber wenn wir nicht auf die langsamste Rücksicht nehmen, staut sich es halt irgendwo. Beziehungsweise die zweite kann eh nicht arbeiten. Sie ist zwar nach 110 Sekunden, 110 Pikosekunden frei, aber erst nach 120 Pikosekunden kriegt sie wieder was zum Arbeiten. Also man könnte natürlich auch sagen, gut, 1 durch 120 Pikosekunden oder wir haben hier zwei Blöcke, die jeder aber 120 Pikosekunden brauchen. Das heißt, wir könnten zwei Flaschen in 240 Pikosekunden bearbeiten, was dann 1 durch 120 Pikosekunden wären. Also insofern, es hängt halt direkt von der langsamsten Stufe ab.
Kann man das als Bottleneck beschreiben? Ja, das wäre tatsächlich eine Möglichkeit, das zu sagen. Also dadurch, dass die erste Stufe so langsam ist, hier geht es noch, hier ist es nicht so viel Unterschied. Wenn die erste Stufe deutlich langsamer wäre als die zweite, dann kann man definitiv sagen, oh, da haben wir, dann wäre das hier vielleicht eben das Bottleneck, was alles aufhält und dahinter geht es dann nicht weiter. Genau, und dann sollen wir nochmal zum Spaß, weil es so schön ist, an allen möglichen Stellen Register einfügen. Das heißt, wir würden einfach gucken, wo haben wir noch keine 10 plus Register von 30. Plus 80 plus das Register von 30. Die 50 plus ein Register von 30. Und die 30 plus unser Register am Ende von 30. Warum machen wir das? Um einfach mal zu gucken, was passiert, wenn wir ein wenig übertreiben. Erstmal geht unsere Latenzzeit hier natürlich schön in die Höhe, weil man sagt, man könnte ja denken, es wäre so schön, na, wir können ja mehr reintun, wenn wir mehr Register reinpacken. So, jetzt haben wir 10, 40, 120, 150, 200, 260. Nee, 290. Irgendwo habe ich was vergessen. Müsste eigentlich 290 sein. Kopfrechnen ist heute nicht mehr drin. Also, eigentlich müssten wir auf 290 Pikosekunden insgesamt kommen. Nochmal deutlich höhere Latenzzeit. Und was ist mit unserem Durchsatz passiert? So, wir haben hier so ein paar Stufen. Eins, zwei, drei, vier Stufen. Und genau, die langsamste Stufe ist die zweite mit 110 Pikosekunden. Die hält wiederum alle anderen auf. Die erste nur 40. Die könnte viel mehr. Wahrscheinlich wird die hier auch irgendwie für einen Stau sorgen. Im Zweifel haut hier immer schön ran und die zweite kriegt es nicht weggearbeitet. Aber damit wäre unser Durchsatz 1 durch 110 Pikosekunden. Also ist ein bisschen besser geworden, der Durchsatz, aber echt nur minimal. Dafür, dass wir zwei Register eingefügt haben, sind wir um 10 Pikosekunden besser geworden. Haben dafür zwei Register und müssen aufpassen, dass wir hier nicht irgendwo zum Beispiel hier im ersten irgendwo schon Werte im Register überschreiben, weil wir zu viele Werte reinschreiben. Ne? Das könnte ja auch theoretisch passieren, sodass die berechneten Werte gar nicht in den zweiten ankommen. Oder auf mein Flaschenbeispiel zurück. Was war das erste? Wasser einfüllen. Hier wird so viel Wasser eingefüllt, dass die nachher alle sich gegenseitig schieben und plötzlich irgendwie auch schon schwanken und Wasser rauskippt, bevor ich überhaupt einen Deckel drauf tun kann. Und plötzlich habe ich irgendwie eine nasse Produktionslinie. Vielleicht kommt am Ende noch was an, aber irgendwie vielleicht nicht so optimal. Okay, das ist ein guter Gedanke. Klar, dann könnte ich jetzt sagen, wenn ich hier das Bottleneck habe mit den 110, dann würde ich gerne vielleicht was parallel setzen. So könnte ich das auflösen. Das sollt ihr aber nicht in der Hausaufgabe machen. Also genau, Gedanke richtig und gut. Aber in der Hausaufgabe ist das nicht gefragt. Also das bitte nicht aus Versehen denken, dass das nötig ist an der Stelle. Aber guter, richtiger Gedanke, ja. Gut.
Genau, also das zum Pipelining. Ich warte gerade noch kurz das Tippen da einmal ab. Okay, die Frage, dass es einen Fall gab, wo man nicht parallel schalten darf. Das ist das, was ich halt auch meinte, man muss dann eben gucken. Also, ne, grundsätzlich könnte man hier irgendwie gucken. Es ist halt jetzt hier so nicht so gedacht. Man müsste halt dann aufpassen bei einer Parallelschaltung, dass man sich halt nicht die Werte an den falschen Stellen zum Beispiel eben überschreibt. Also eine der Anwendungsgeschichten des Pipelining ist ja in dem Bereich dieses des Instruction holen. Ja, also ich hole mir meine Instruction und gehe dann damit dann weiter durch, verarbeite das. Das sind ja sind ja 5, 6 Schritte. Und wenn ich dann in meiner Befehlsabarbeitung einen Wert schon verändere, auf den irgendwer anders aufbaut und der aber fast genauso schnell wie ich da dabei ist und schon einen Schritt weiter ist quasi, also warte mal, wie machen wir das am besten? Ich gehe nochmal zurück auf mein Beispiel hier. So, das ist jetzt natürlich etwas abgekürzt, aber also ich könnte sagen, mein W ist ein Lesen, ich lese, ich berechne was. Und bei E, ich schreibe es irgendwie zurück, also schreiben. Und danach könnte irgendwer anders das lesen. Wenn jetzt aber dieser Befehl und der Befehl das Lesen auf dem gleichen Register tun, dann könnte es halt sein, dass hier der mit Schreiben noch gar nicht fertig ist. Oder er ist schon fertig und ich lese den Wert, aber vielleicht will ich ihn noch gar nicht lesen, weil ich vielleicht genauso den alten Wert lesen will. Also das wäre halt so ein Problem mit dem Parallelisieren, dass man erstmal klären müsste, soll der hier unten, der dritte, den gleichen Wert lesen wie der erste oder nicht? Und wenn er es nicht soll, also wenn er definitiv den neuen Wert lesen soll, würde man eventuell tatsächlich sagen, hier, nop, du machst hier nichts oder irgendwer anders macht was, egal. Und das Ganze machen wir irgendwie hier um eine Stelle verschoben, weil hier dann gesichert ist, dass der in Ruhe zu Ende geschrieben hat. Das wäre halt so ein Beispiel, wo man dann eben gucken muss. Also deswegen, von der reinen Theorie her kann man viel schön Dinge parallel machen. In der Praxis muss man dann halt eben gucken, was tut man eigentlich gerade. Gut, dann würde ich noch ganz kurz was zu 12.5 sagen. Ihr habt, wenn ihr euch das Aufgabenblatt angeschaut habt, wahrscheinlich gesehen, dass 12.5 dass das ja, quasi Ankreuzfragen, Multiple-Choice-Fragen sind. Also die Intention, so wie ich die Aufgabe verstehe, dahinter ist, dass ihr einfach schon mal so ein bisschen nach Themen guckt, die in der Vorlesung sind und gucken sollt, wie ihr da schon irgendwas mit anfangen könnt oder wo ihr vielleicht noch mal genauer drauf gucken müsst.
Wir können das jetzt nicht alles durchgehen. Aber eine Sache, was ich da einmal noch vielleicht zu sagen will, ist, wir nehmen uns mal eins raus. Wir nehmen uns mal das raus mit die zweite beispielsweise. Der Morsecode erfüllt die Fano-Bedingung nicht. Ich muss für die Lösung von dieser Aufgabe nicht wissen, wie genau der Morsecode, also ne, ich muss nicht den ganzen Morsecode auswendig gelernt haben. Was muss ich dafür wissen? Ich muss wissen, was die Fano-Bedingung ist. Das ist das eine. Fano-Bedingung. Erinnern wir uns. Was war die Fano-Bedingung? Erinnert ihr euch noch? Genau, richtig. Kein Codewort ist der Beginn eines anderen Codewortes. Okay, das ist die Fano-Bedingung. Und jetzt dazu die Frage, der Morsecode erfüllt die Fano-Bedingung nicht. Okay, muss ich jetzt den ganzen Morsecode kennen? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Gerade wenn ich schon so frage. Was muss ich über den Morsecode vielleicht grob wissen? Vielleicht noch eine grobe Ahnung haben? Vielleicht wie er aufgebaut ist. Ne? Der Morsecode, der hat kurz und lang. Und an sich ist dieser Morsecode ja so ein Binärbaum, aber ein Binärbaum, wo jeder Knoten auch wieder eigentlich gleichzeitig ein Blatt ist. So, weil es gibt hier einmal kurz und lang. Und dann gibt es kurz und lang. Und kurz und lang. Und so ist das Ganze irgendwie weiter aufgebaut. So, also hier oben die Wurzel ist das einzige, wo kein Symbol drin ist, weil leise ist halt leise, ist halt keine Übertragung. Und ich erinnere mich irgendwie nicht viel an den Morsecode, aber das, was ich halt irgendwie hier noch weiß, ist ja, ne, das geht hier so, Gottchen, es geht hier so alles weiter, gar nicht alles rein mal. So, und vielleicht kenne ich irgendwie drei Buchstaben oder so. Ich habe gestern Abend mal, als ich gestern das Aufgabenblatt gekriegt habe, habe ich einmal drauf geguckt und gedacht, Morsecode ist bei mir ein bisschen länger her, gerade nicht mehr so alles im Kopf, länger nicht mehr benutzt. Was fällt mir noch ein? Na gut, das S und das O. Das kennt man irgendwie kurz, kurz, kurz. Das war das S, lang, lang, lang. Das war das O. Aber halt eben auch der Aufbau. Und tatsächlich, frag mich nicht warum, aber irgendwie das E ist mir halt auch in Erinnerung geblieben. Das E war nämlich einfach Punkt. So, und wenn wir uns das jetzt schon angucken, also wir müssen gar nicht den ganzen Morsecode kennen, wir müssen uns nur daran erinnern, wie war das Ding eigentlich, ne? Es ist eigentlich komplett durch. Jeder Knoten hat auch irgendwie eine Zuordnung. Und jetzt wissen wir, die Fano-Bedingung, kein Codewort ist der Beginn eines anderen Codewortes. Erfüllt der Morsecode jetzt die Fano-Bedingung? Genau, erfüllt sie nicht, weil, ne, wenn wir hier E uns angucken, ist kurz und S kurz, kurz, kurz. Damit wäre E genauso auch der Anfang von einem anderen Codewort. Was will ich euch damit sagen? Ich will euch damit sagen, dass dieser Aufgabentyp nicht oder falls nicht aus Versehen sie schlecht gestellt sind, da kann auch mal was passieren, aber es geht nicht darum, irgendwie stur auswendig zu lernen, sondern die Konzepte, die man irgendwie gelernt hat oder die man noch lernt, dass man die miteinander verknüpfen kann, dass man das verstanden hat. Also, ne, ich musste jetzt nicht hundertprozentig wissen, wie der Morsecode genau aussieht, aber vielleicht noch grob mich erinnern, wie war das Ding mal aufgebaut. Und ansonsten die Fano-Bedingungen dazu wissen. Und so viel, wie ich mitgekriegt habe zu der Klausur, also erstmal. Wir hatten ja letzte Woche auch schon mal über das Thema Klausuren gesprochen. Es ist jetzt ja auch noch mal eine Info rausgegangen von Andreas Meder. Ich meine, sowohl über Moodle als auch über andere Wege, dass versucht wird, durch einen späteren Termin auf jeden Fall eine Präsenzklausur zu schaffen.
weil er sonst nicht damit rechnet, eine gute, gut fair machbare Klausur euch zu geben. Also eine, wo es um Verständnis geht und nicht nur um reines Auswendiglernen und wer hat am besten auswendig gelernt und kann das einfach wiedergeben. Und so in der Richtung ist halt auch das, was wir hier in diesen Fragen so ein bisschen sehen. Es geht eigentlich um Konzeptverständnis. Ja, das vielleicht einmal da an der Stelle dazu. Ansonsten können wir, wie gesagt, das sind zu viele unterschiedliche Sachen, da können wir nicht alles einmal durchgehen. Da müsst ihr dann jeweils einmal gucken. Sollte aber hoffentlich auch für niemanden genau da jetzt dran hängen, wenn es da ein bisschen schwierig ist. Nehmt es als Anhaltspunkt, welche Themen ihr euch vielleicht nochmal genauer angucken müsst, wenn das nochmal schwieriger ist. Ja, also die 50% solltet ihr so für das Blatt solltet ihr so oder so hoffentlich kriegen. Also sonst haben wir vielleicht doch nicht genug Tutorium gemacht. Genau. Aber das Thema Themen wiederholen. Ich hatte ja schon gesagt, wir haben keine Aufgaben, also nach meiner Info keine Aufgabenblätter mehr für die nächsten Wochen. Weil jetzt, ne, ihr gebt das Aufgabenblatt, was wir heute besprochen haben, nächste Woche ab und besprecht es übernächste Woche in den Übungen. Dadurch habe ich jetzt zwei Tutoriumstermine bis zum Vorlesungsende, wo wir keine Übungsblätter haben und ich würde mit euch oder würde euch anbieten, wieder Übungsaufgaben, nein, Klausurvorbereitung so ein bisschen zu machen, dass wir uns ein bisschen Themen angucken. Natürlich können wir auch da nicht alles in die Tiefe gehen, sondern einfach nur nochmal schon mal euer Gedächtnis und euer Gehirn so ein bisschen aktivieren. Was gab es denn so in der ersten Hälfte des Semesters? Was gab es in der zweiten Hälfte des Semesters? Und eine Basis schaffen für euch, für die Klausur. Ich habe natürlich so ein paar Themen, wo ich immer sage, ja, die mache ich immer gerne, weil ich weiß, dass sie sinnvoll sind. Aber vielleicht habt ihr auch Themen, wo ihr sagt, die würdet ihr gerne nochmal vielleicht auch wiederholt haben. Fandet ihr irgendwie besonders schwer? Schreibt mir dann gerne eine E-Mail: 5jobs@informatik.uni-hamburg.de. Meine alte E-Mail-Adresse geht immer noch. Und dann gucke ich mal, was von euch so an Rückmeldung kommt, was ich auf meiner Liste habe. Und würde dann für die nächsten beiden Termine einmal so grob erste Hälfte des Semesters, einmal grob zweite Hälfte des Semesters ein bisschen was vorbereiten. Und wir gucken einmal, wie gut wir da schon irgendwie durchkommen. Klar weiß ich, dass ihr da vielleicht noch nicht so optimal vorbereitet seid, wie ihr bei einer Klausur vorbereitet wärt. Aber das ist mein Angebot an euch, weil wir haben die Zeit, wir können das machen. Und genau, also schreibt mir gerne, wenn ihr besondere Wünsche habt. Schreibt mir bitte aber nicht erst irgendwie eine Stunde vorher oder einen Tag vorher. Ne? Ich arbeite Vollzeit. Das hier ist ja so quasi meine Nebenbeschäftigung, mit euch noch das Tutorium zu machen. Also insofern, genau, wenn ihr was habt, schreibt es mir gerne. Und zu der Frage, ob in der Klausur auch so eine Art Aufgabenstellung kommen könnte. Ausschließen kann ich es nicht, kann ich nur sagen. Das ist ja immer so ein. Ich weiß es nicht ganz. Es gab in der Regel schon immer, na nicht schon immer, es gab immer mal wieder einen Block allgemeinerer Fragen. Also für manche Themen gibt es vielleicht nicht so gut, dass man eine Klausuraufgabe dazu machen kann. Ah, jetzt verstehe ich die Frage. Okay, gut. Ich sage jetzt trotzdem erstmal zu dem, was ich was sagen wollte jetzt. Also, genau, also es gibt manchmal halt Themen, wo man keine gute Klausuraufgabe machen kann, aber vielleicht nochmal ein klein wenig dann doch das Verständnis des Themas abprüfen will.
Insofern gab es das hin und wieder schon mal, dass so ein kleiner Multiple-Choice-Block drin war. Das war dann aber eine von 8, 9, 10 Aufgaben oder so. Und häufig dann eher was, also ja, wobei das häufig, das will ich nicht sagen. Manchmal dann vielleicht halt auch so Themen, die am Ende des Semesters waren, wo man einfach keine Zeit für Übungsaufgaben mehr hatte. Manchmal auch ein paar allgemeine Konzepte. Beste Vorbereitung dazu kann ich halt nur sagen, ist versucht, die Konzepte zu verstehen. Und der Rest ist dann natürlich klar, hängt dann auch von eurem Anspruch ab. Man kann beliebig viel Zeit in Klausurvorbereitungen reinstecken, aber der Tag hat 24 Stunden, Schlaf braucht ihr auch und es gibt mehr als nur RSB. Das müsst ihr jeder dann selber sehen. Zu der anderen Frage, die geht nämlich ja fast so ein bisschen in die Richtung, nach dem Motto, 50% in der Klausur darauf ausgehen und nach dem Motto, ich vermute mal dieses, wie einfach oder wie schwer das ist. Ich sage, du kannst natürlich darauf spielen, dass du nur 50% bestehen willst, rein rechnerisch. Wirken sich meines Wissens immer noch die Erstsemesterklausuren noch nicht so stark in die Endnote des Bachelors aus. Es ist aber auch ein gewisses Risiko. Ja? Also auf 50% zu spielen und nach dem Motto Hauptsache 4-0 und bestand. Ah, okay, dahinter stand 100% ernst gemeint. Ich sag's trotzdem zu Ende. Ich sag's trotzdem zu Ende. Also, nein, also, ich kann es verstehen, wenn man sagt, na, okay, drei Themen, drei Module, wo ich weiß, da kann ich, die verstehe ich ganz gut, und da versuche ich auch eine sehr gute Note zu machen und alles. Am vierten kriege ich das dann vielleicht nicht hin und bin dann froh, wenn ich dann irgendwo, weiß ich nicht, eine 2,7 oder so habe und dann durch bin oder sowas. Der Gedanke wird dem einen oder anderen kommen, das wäre nicht ungewöhnlich. Ich kann nur sagen, zum einen überlegt euch vorher, ob ihr mit einer 4-0 leben könntet, falls ihr ganz genau auf der Grenze landet, nach dem Motto, oh, genau auf 4-0 bestanden. Und zum anderen auch, falls ihr sagt, nee, mir geht es ja eh nur darum, die Klausur zu bestehen und dann ist alles gut und ihr die 4-0 anspielt. Die kann man dann halt auch mal verfehlen, falls man irgendwie eine Aufgabe falsch verstanden hat. Also das gilt so ein bisschen so vorsichtig zu sein. Wie wir Vorbereitungen, wie intensiv ihr alles macht, ist euer eigener Anspruch, wie alles an der Uni. Ein bisschen Glück gehört manchmal vielleicht auch noch zu den letzten 0,3, 0,7 dann ganz oben dazu. Wie gut versteht man die Aufgaben in dem Moment? Wie schnell kann man dann irgendwie vielleicht schreiben? Macht man Flüchtigkeitsfehler und so weiter und so weiter? Genau, ansonsten hatte ich letzte Woche ja schon einiges gesagt, was ich zu RS sehen würde. Und ansonsten, ja, von mir aus Vorbereitung nächste Woche, übernächste Woche. Ja, gut, dann habe ich das jetzt eben halt ein bisschen ernster genommen, die Frage. Besser zu ernst nehmen als nicht ernst nehmen und irgendwer ist nachher traurig, dass sie nicht beantwortet wurde. Ich habe da kein Problem mit. Okay, zum Thema der Klausurvorbereitung, weil es, also ne, die Frage war ja hier, dass die ja wahrscheinlich dann irgendwie auch irgendwie nach Ostern hinausläuft. Klassischerweise ist es so, dass es für euch zur Hilfe und zur Vorbereitung eine Probeklausur gibt, die der Dozent rausgibt. Also sowohl Andreas Meder als auch Norman Hendrich haben das in den letzten Jahren gemacht, die ihr einmal dann für euch auch nach mehr oder weniger Klausurbedingungen, wenn ihr wollt, bearbeiten könnt. Und danach dann eine gemeinsame Besprechung des ganzen Themas sowie
also der Probeklausur, sowie ein sogenanntes Paniktutorium, wo ihr dann alle allerletzten Fragen stellen könnt, bis ihr alle Fragen losgeworden seid. Dieses hat in den letzten Jahren auch Andreas Meder gemacht. Ich weiß jetzt nicht, kann mich jetzt nicht so daran erinnern, ob das auch schon angekündigt war in seinen Ankündigungen, wie das mit dem entsprechenden, mit der Terminierung aussieht, zum Paniktutorium. Ob das eventuell dann auch einen Tick später stattfindet. Das wäre eventuell natürlich eine Option, wo ihr sonst mal mit ihm reden könnt, falls das noch auf einem anderen Zeitpunkt liegt, weil bisher ja alle davon ausgegangen waren, dass man das, dass man es in der Vorlesungszeit macht, die Prüfung. In der vorlesungsfreien Zeit jetzt. Genau, also das wäre halt so das, ja. Okay, er hat bisher noch nicht von einem Paniktutorium gesprochen, lese ich hier gerade. Fragt ihn halt im Zweifel. Schaden tut nicht, tut es nichts. Er hat es in den letzten Jahren gemacht. Und es ist mal nicht verkehrt, nochmal dann allerletzte Fragen nochmal zu klären. Probeklausur, bin ich mir ziemlich sicher, dass er das auch intern schon kommuniziert hatte, dass da was kommen soll. Das wird eigentlich auch klappen. Genau, ansonsten habt ihr ja auch noch die Übungsaufgaben, die ihr alle bearbeitet habt, als Vorbereitungsmöglichkeit. Vielleicht tatsächlich eine Sache, die man ganz gut zur Übung machen kann, ist, sich selber Übungsaufgaben zum Üben zu überlegen, weil ihr damit unter Umständen auch die Gedankengänge verfolgt, die jemand, der die Klausuraufgaben stellt, verfolgt. Nur dann nicht traurig sein, falls ihr irgendwo in eine Endlosschleife in der Rechnung kommt oder so. Das kann dann passieren. Das ist aber dann auch okay. Genau. Also von mir aus gibt es tatsächlich jetzt einfach nur noch das Angebot die nächsten 2 Wochen, weil danach muss ich halt auch wieder gucken. Ich habe das Ganze ja mit meinem eigentlichen Arbeitgeber abgesprochen, dass ich überhaupt Donnerstagabends während der Vorlesungszeit das machen darf. Genau, also ich würde es nächsten beiden Wochen einfach trotzdem machen. Dann haben wir da was, habt ihr noch mal so ein bisschen vorwiederholt, wenn ihr wollt. Und ansonsten Probeklausur von Andreas Meder und wegen Paniktutorium, also fragt ihn halt nach einem Termin, wo man noch mal Fragen stellen kann oder sowas. Ja, so würde ich das sagen. Gut, dann würde ich sagen, wünsche ich euch eine gute Woche. Viel Erfolg jetzt nochmal. Wen ich nicht mehr sehe, schon mal viel Erfolg bei allen Prüfungen. Und ansonsten auch gerne nächste Woche, übernächste Woche wieder hier oder nachher eine Aufzeichnung. Und denkt dran, ihr könnt mir eine E-Mail schreiben. Bitte nicht erst irgendwie eine Stunde vorher oder einen Tag vorher. Lieber gerne ein bisschen rechtzeitiger, wenn ihr bestimmte Themen habt, die ihr vorschlagen würdet. Und ich gucke dann mal, was ich dann mitbringe für die nächsten beiden Wochen. Könnte sein, dass die auch einen Tick länger gehen dann, aber das ist mir dann auch egal. Bis dann.